Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier bei Am Tavernentresen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Zu einer seltsamen Runde und einer seltsamen Stunde, weil normalerweise sind wir nicht samstags um 17 Uhr online. Und wir spielen normalerweise nicht ein surrealistisches Rollenspiel namens Itras B. Das machen wir nur heute. Und dafür habe ich mir vier fantastische Spielerinnen eingeladen. Direkt hier oben, Bananepik von Orgig im Geschmack. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke. Direkt hier unten Mairi von Orkenspalter. Dann ein neuer Gast, beziehungsweise eine neue Gästin hier auf diesem Kanal. Habt ihr euch noch nie gesehen oder gehört? Hallo, Ivi. Hallo, hallo. Sich selbst bezeichnet als Orkenspalter Hiwi und Autorin. Yep. Schön, dass du da bist. Und dann haben wir noch die Haselnuss. Hallo. 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 Irgendwie steckt mein Mikrofon manchmal nicht aus, oder? Also hallo, bei mir sieht alles gut aus. Natürlich. Ja, alles gut? Ja. Also lila bedeutet doch ausschlagen, dachte ja, ich. Ja, manchmal ist das in diesem Twitch-Gäster-Fenster, das ist manchmal ein bisschen irritierend. Aber wir hören dich perfekt, alles wunderbar. Okay, das ist super. Wie schon gesagt, wir spielen Itras B. Itras B ist ein Indie-Rollenspiel, welches vor ein paar Jahren den Deutschen Rollenspielpreis gewonnen hat. Zu Recht, wie ich finde, denn es ist sehr interessant. Es ist einmal ein Erzählspiel, das bedeutet, wir werden uns nicht so sehr rumschlagen mit Charakterbögen, Angriffsproben und dem ganzen Kram, sondern es gibt ein ganz simples System, was basiert auf diesen Zufallskarten, die ich hier habe. Das heißt, im Vordergrund steht, dass wir eigentlich einfach gemeinsam eine Geschichte erzählen. Ich als Spielleiter bereite zwar die Bühne, bin aber ansonsten auch nur ein Spieler wie ihr auch. Das bedeutet, wir erzählen quasi gleichrangig die Geschichte und gucken, wo wir am Ende rauskommen. Ich habe quasi nur den Anfang definiert und wo wir am Ende landen, das werden wir irgendwann zwischendurch erfahren. Wenn ihr irgendwann mal zwischendurch etwas machen wollt, was vielleicht schief gehen könnte, gibt es hier diese wunderbaren Entscheidungskarten, wo Dinge draufstehen wie: Ja, aber dir gelingt das, was du tun wolltest, aber nicht vollständig. Ein kleines Detail in deinem Plan klappt nicht. Und damit werden wir quasi die Proben abhandeln, die in normalen Rollenspielen mit Würfeln abgehandelt werden. Und einmal in diesem wunderbaren Abenteuer hat jede Person von uns die Möglichkeit, wenn wir das Gefühl haben, dass die Erzählung ein bisschen Pep vertragen könnte, eine Karte aus diesem wunderbaren Zufallsdeck zu ziehen, beziehungsweise ich ziehe sie für euch. Und da können so lustige Dinge passieren, wie zum Beispiel, dass alles plötzlich schwarz-weiß wird um euch herum, dass wir plötzlich die Szene hart schneiden und plötzlich ganz woanders sind. Oder Dinge wie, alles wird zu einem Stummfilm. Es wird also interessant. Mal gucken, wie das Ganze funktionieren wird. Und Itras B, das Setting, ich habe es gerade schon gesagt, spielt in einer surrealen Welt oder einer Welt, die sich dem Surrealismus hingibt. Das bedeutet, es passieren sehr seltsame Dinge. Dinge würden nicht unbedingt den normalen Regeln unserer Welt gehorchen, sondern sind teilweise ein bisschen weird und seltsam. Und das Setting ist grundsätzlich ein Setting, welches man am ehesten vergleichen kann, vielleicht mit einem Paris der 1920er Jahre, also auch so vom Technologiestand. Allerdings angereichert mit Elementen, die aus Träumen kommen, wo Itras B, die Stadt, in der unser Abenteuer spielt, genau liegt, kann man auch nicht so richtig festmachen. Es ist irgendwas zu einer Mischung aus einer Traumwelt, vielleicht einer Version des Lebens nach dem Tod oder andere Dinge, die man in die Stadt hineininterpretieren kann. Und das macht dieses Spiel so besonders. Ihr habt alle noch nichts von diesem Spiel gehört, oder? Oder gespielt selbst? Alles, was ich davon gehört habe, habe ich mehr oder weniger von dir. Okay. Ja, genau. Ich habe tatsächlich einfach, glaube ich, noch nicht so viel dazu gesagt. Ganz kurz zur Stadt Itras B, damit ihr ungefähr wisst, wo wir spielen. Itras B ist, wie gesagt, eine Stadt, die in einem nicht näher benannten Land liegt, an einem Fluss, der Acheron heißt und eigentlich so ein Stück weit ja, einer Stadt in den 1920ern angelehnt ist. Und inmitten dieser Stadt steht der sogenannte Mondturm. Der Mondturm ist ein großes Gebäude, ein großer Turm, der sich in den Himmel ragt. Und in dem vor 311 Jahren die Göttin Itra gehaust haben soll und über die Menschen und alles, was in der Welt lebt, gewacht haben soll. Dann ist die Göttin allerdings plötzlich verschwunden und es kam zu blutigen Aufständen in der Stadt. Und letzten Endes hat dann eine von Itras Dienerinnen, die eine Frau namens Nindra, den Mondturm bestiegen. Und je höher sie kletterte, desto eher
wurde sie zu einer großen Spinne, die jetzt in der Spitze des Mondturms haust und die neue Herrscherin von Idras B ist. Glücklicherweise mischt sie sich allerdings wenig in die Machenschaften der Bevölkerung ein, weshalb sie jetzt nicht unbedingt gehasst oder gefürchtet wird, sondern man immer mal wieder zum Mondturm guckt und sich fragt, was sie gerade tut. Denn das dringt nicht nach draußen. Die Stadt ist aufgeteilt in mehrere Stadtviertel. Es gibt zum Beispiel den Berg Talerbühl, wo der reiche Importadel haust, was die importieren über die großen Schiffe, die über ein nicht näher bestimmtes Meer nach Idras B reisen, weiß niemand. Es kommen einfach nur Schiffe an, die entladen werden und dann verschwinden die Dinge wieder und jemand macht damit sehr viel Geld. Es gibt in der Mitte der Stadt den großen Zoo, den sich die Affen an sich gerissen haben und dort die Menschen heraus vertrieben haben. Sie haben alle Gatter geöffnet und alle Tiere, die aus dem Zoo ausgebrochen sind, sind mittlerweile ein Teil der Gesellschaft und sind quasi auch humanoid geworden. Es gibt menschenhafte Löwen, die in den Gassen umherstreifen und sich singend miteinander duellieren. Im Hafen von Schwarzenförde gibt es eine Rebellenorganisation, die sich die Futuristen nennt, die alle Gasmasken und Jetpacks tragen und damit durch die Straßen fliegen, um Unsinn anzustellen. Es gibt die sogenannten Stochatisten. Das sind Personen, die in einer alten Villa im Dachboden liegen und Informationen über die Menschen in Idras B sammeln, indem sie angerufen. Und niemand weiß genau, warum. Und all diese Dinge machen Idras B zu einer sehr seltsamen und sehr weirden Erfahrung. Und das führt aber auch dazu, dass ihr als Spielende quasi eine maximale Freiheit habt, was die Charaktererstellung angeht. Und ich weiß, es kann manchmal auch sehr überwältigend sein, aber in Idras B gibt es zum Glück eine Reihe von Dingen, die wir jetzt quasi durchgehen werden und womit wir eure Charaktere erstellen werden. Und das Gute ist, ihr braucht dafür keinen Charakterbogen oder so, ihr braucht dafür nur Stift und Papier. Oder ein Dokument im digitalen Zeitalter. Und dann legen wir los. Habt ihr alle was zu schreiben? Ja, jawohl. Dann würde ich sagen, wir beginnen erstmal mit dem Gruppenkonzept. Denn in unserem Abenteuer wird es so sein, dass ihr euch alle schon kennt. Oder zumindest wir schon ein Element definiert haben, was euch als Gruppe verbindet. Habt ihr da schon Ideen? Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, und das wäre doch spannend, sowas zu spielen? Das kann auch etwas komplett Verrücktes sein. Ihr habt alle mal im Lotto gewonnen oder sowas. Das würde auch alles. Voll verrückt. Wir haben alle am selben Tag Geburtstag. Wäre auch möglich. Oh ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Mhm. Ich hatte dran gedacht, keine Ahnung, da wir ja so ein bisschen das Surreale spielt oder baut ja auch sehr auf dem Werk von Sigmund Freud auf, wie man das jetzt findet, lasse ich mal dahingestellt. Aber wir könnten zum Beispiel auch alle dieselbe Therapeutenperson besuchen. Ja, würde auch gehen. Zum Beispiel. Ja, ja. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Mhm. Oder wir sind im selben Club. Sowas war ja damals auch sehr angesagt. Absolut. Und Vogue, ja. Dass man in irgendeinem Club oder Verein ist, wo irgendetwas völlig Merkwürdiges oder Niffiges gemacht ist. Wir könnten zum Beispiel weiß ich nicht, surrealistisch weiterdenken, Traumanalyse-Club sein, wo alle Leute wöchentlich hinkommen und erzählen, was sie so geträumt haben, wenn sie das denn tun oder so. Und daraus aus was Bestimmtes ableiten versuchen. Natürlich. Alle konkurrieren miteinander um die besten Träume. Aber lügen darf man trotzdem nicht. Aber man sucht ständig neue Wege, besser zu träumen. Zum Beispiel. Und keine Ahnung, wäre nur so eine Idee. Wir könnten aber natürlich auch was Sinnvolleres können. Also keine Ahnung, jetzt sind wir ein Detektivbüro, eine Reinigungsfirma, eine Kunstgalerie. Im Chat wird auch vorgeschlagen. Der Titanic. Genau, wird gerade vorgeschlagen. Der Titanic oder der Absinth-Experimentalclub, auch nicht schlecht. Oh, finde ich auch gut. Mhm. Alle gehören zum selben Farbverein, finde ich auch nicht schlecht. Was ist dein Farbverein? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Ich stelle mir jetzt vor, wie ein Verein, der sich komplett nur einer Farbe verschrieben hat. Ja, wie so ein Club, wo alle nur grün tragen. Ja. Und alle anderen Farben die ganze Zeit schlecht. Das würde bei mir voll beschissen aussehen. Sieht das nicht bei jedem beschissen aus? Dunkelgrün kann ganz schick sein.
Aber so nur eine Farbe. Nur ein immer knallgrüner so. Farbton. Wie ja, man kann vielleicht, Abstufungen der gleichen Farbe benutzen, aber dann kann es natürlich sein, dass Leute hinter einem Rücken des einen über den anderen sprechen, weil das Grün natürlich kein richtiges Grün ist. Ah, okay. Ja, sondern eher Petrol. Türkis. Ja. Oh nein. Ich muss sagen, da bin ich eher für die Kunstgalerie. Kunstgalerie finde ich auch nicht schlecht. Manchmal arbeiten wir da, manchmal sind wir die Ausstellungsstücke. Das ist super. Ja. Ihr könnt ja auch ein Kunst, wie nennt man das, eine Künstlerverbindung sein, die verschiedene Dinge macht. Vielleicht auch so Pop-up-Art oder irgendwie sowas oder Musik. Mhm. Ja, also ich würde sagen, wenn wir schon so eine Art Galerie oder Künstlertreff oder sowas unterhalten, dann werden wir auch in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich irgendwas mit Kunst zu tun haben. Okay, finde ich gut. Das heißt, ihr seid ein Künstlerverein. Das ist schon mal soweit cool, ja, für euch? Okay. Ja. Dann müsst ihr euch als nächstes jetzt euer Charakterkonzept überlegen. Euer Charakterkonzept ist ein kurzer Satz, der euren Charakter im Kern beschreibt. Sowas wie Wilhelm, der kluge Kubist. Keine Ahnung. Es muss keine Alliteration sein. Keine Sorgen, wir sind nicht bei Bausefrau. Oh Gott. Aber ich fände es schön, wenn wir alle Alliterationen wären. Dann könnt ihr auch der Alliteralistenclub sein. Oh Gott. Und dann reden wir nur so? Nein, das kriege ich nicht hin. Madeleine, das melancholische Modell. Okay. Oh Gott, das Latte ist wieder gleich ganz oben. Jetzt muss ich mir den Namen noch ausdenken. Ja, ich will auch noch gar nicht. Ey, warum bist du so schnell? Irgendwann braucht ihr auch einen Namen, ja. Fürchte ich. Mairi spielt Madeleine, das melancholische Modell. Sehr gut. Ich glaube, ich kann es nicht alliterieren. Das ist okay. Ich auch nicht. Sag mir, was du spielen willst und wir finden eine Alliteration. Oder so. Im Chat kommt gerade die Allianz. Das ist relativ konkret. Also den Namen kann ich alliterieren, das ist nicht das Problem. Und zwar, ich möchte gerne Jorge heißen. Jorge ist ein Hummertelefon. Es ist alliteriert so halb. Ein Hummertelefon? Ein Hummertelefon. Also ein Telefon in Form eines Hummers? Das Hummertelefon ist eigentlich ein Kunstwerk von Salvatore Dalí. Und es ist ein Telefon mit einem Hummer-Handgriff als Hörer. Oh, und das sieht großartig aus. Und ich habe, als ich gedacht habe, oh, wir machen was mit Surrealismus, super, ich habe mich mal sehr intensiv mit diesem Kunstwerk beschäftigt in meinem beruflichen Werdegang, den ich danach in die Tonne getreten habe. Und ich fand es immer toll. Und es ist halt wirklich ein Telefon mit einem Hummer obendrauf. Und ich möchte gerne dieser Hummer sein, der auf diesem Telefon sitzt und Jorge heißt. Das wäre perfekt. Okay, und Jorge, das charismatische Hummertelefon. Ja, der ist sehr charismatisch. Okay, nehmen wir. Wie kann ich mich dir dann vorstellen? Bist du dann wirklich nur der obere Teil? Also bist du quasi ein laufender Hummer mit Tasten auf dem Bauch? Nein, ich bin tatsächlich, wir können das ja ein bisschen weiter spinnen. Also ich bin wahrscheinlich tatsächlich ein Hummer, der so an der Seite so ein Rundwal, ich weiß nicht, wie heißt es, eine Wellscheibe an der Seite ausgebildet hat, auch schön umpanzert. Und es ist ein bisschen peinlich, aber aus ihm wächst hinten auch so ein Wurmfortsatz. Unangenehm, wie ein Kabel, ja, das... Okay, perfekt. Kann man dich benutzen, um andere Leute anzurufen? Ja. Sehr gut. Ich kriege auch manchmal Anrufe rein. So unvorbereitet. Also, ja. Und Jorge ist total freundlich, auch gerade wenn er angerufen wird und so. Und sehr verlässlich. Und wäre aber gerne weniger verlässlich und viel aufregender, als er eigentlich ist. Ja, das wäre mein Charakterkonzept. Sehr gut, gefällt mir sehr gut. Dann bleiben noch Haselnuss und Bananepik, ohne Druck aufbauen zu wollen. Raus, ich. Moment, also ich bin mir nicht sicher. Entweder Anne, die hyperaktive Fitnesstrainerin, oder Bernd, der Türrahmen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich bin aber noch nicht so weit.
Jetzt haben wir uns so angestrengt, eine dumme Alliteration für Ivy zu finden. Jetzt finden wir sie auch für den Türrahmen. Ja, will ich der Türrahmen sein? Also ich will Thorsten, der tragikomische Türrahmen. Moment, oder was? Nochmal? Thorsten, der tragikomische Türrahmen. Okay, ja. Thorsten, der Tragik. Der hat immer Probleme mit allem in seinem Leben und das ist immer total. Und es ist gleichzeitig irgendwie anrührig, aber auch traurig, aber auch lustig. Ja! Und ständig gehen Leute durch ihn durch, ohne ihn wirklich zu sehen oder ihn zu begrüßen. Ja. Oh, du sagst immer Hallo, die Leute gehen immer durch und du so ganz freundlich Hallo und alle Leute gehen einfach. Ja! Oh, das ist ja furchtbar. Okay. Ich lieb's. Okay. Oh, der arme Thorsten. Ja, oh nein. Nehmen wir den Thorsten. Ich stelle mit den Sätzen fest, dass ich voll gut wäre, bei Bauer sucht Frau Texte schreiben. Das hörst du ja. Du bist so. Total verzogen. Du bist total verzogen. Danke, Chat. Wundervoll. Oh, und hast du eine Tür? Das ist ja eine wichtige Frage. Ich habe keine gehört, Tür, ich bin nur der Türer. Vielleicht bist du auf der Suche nach der Tür, die zu dir passt. Ja, vielleicht. Oh mein Gott, das ist also, wo wir dabei sind, Banner, was spielst du? Ich werde keine Tür spielen, das kann ich euch schon mal sagen. Okay. Das wäre zu einfach. Wir müssen nach der Tür für dich suchen. Yeah. Oh, ich habe aber null Ahnung. Okay, wir haben ein Modell, wir haben ein Kunstwerk und wir haben einen Türrahmen. Was brauchen wir in dieser Gruppe noch? Wir brauchen noch einen Tank. Alles. Ein Tank. Ich bin ein guter Tank. Ich bin sehr gepanzert. Stimmt, Paul, ja. Der patriotische Stimmt. Panzer. Nein, danke. Muss da immer an Rivers of London denken. Was ist das Größte, was Sie jemals mit einem Feuerball getötet haben, erledigt haben, Chef? Ein Tiger. Die stehen unter Naturschutz. Ein Panzer! Ein Tigerpanzer! Du kannst auch, Barnepik, wenn du jetzt merkst, dass dir fällt nichts so richtig an, kannst du einfach einen ganz normalen Menschen spielen. Auch die gibt's in Idras B. Ich finde den Vorschlag aus dem Chat sehr schön. Anton, das alarmistische Armadillo. Okay, Armadillo ist top. Ich bin dabei. Ich liebe Armadillos. Ich hab's dir gedacht. Alarmistische Armadillo. Okay, das klingt fantastisch. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich wirklich tatsächlich ein Mensch bin. Ja, ich bin ein Model. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja schon einen Menschen. Das heißt, ich kann Quatsch machen. Ach so, bist du wirklich dreidimensional? Du bist nicht zweidimensional, eine zweidimensionale. Du bist wirklich ein Model. Vielleicht kann ich wechseln. Finde ich gut. Also ich dachte eigentlich, dass ich das Künstlermodell bin, das irgendwie sehr vielseitig ist im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann auch kubistisch aussehen, wenn es sein muss. Das finde ich gut, ja. Dann kommen wir. Das sind Gesichtsausdrücke, die du so abrufen kannst. Also so, ja. So Zoolander-mäßig. Warte. Nicht schlecht. Dann das passt ganz gut zum nächsten Schritt, den wir jetzt machen, nämlich zu den dramatischen Eigenschaften. Ihr habt ja schon jeder ein Attribut euch zugeordnet, nämlich melancholisch, charismatisch, tragikomisch und alarmistisch. Aber jeder von euch kann auch ein oder zwei weitere dramatische Eigenschaften, die eure Charaktere haben, definieren. Und diese dramatischen Eigenschaften sollen quasi mir und euren anderen MitspielerInnen zeigen, was angespielt werden kann, was mit in das Abenteuer reingebracht werden kann, welche Eigenschaften eures Charakters besonders wichtig für euch sind. Uff. Stets auf der Suche nach der eigenen Identität, weil ich kann so viele Rollen schlüpfen, ja, aber. Und wollen wir dann die Vielseitigkeit auch mit reinnehmen? Ja. Dann würde ich einfach sagen, vielseitig, aber stets auf der Suche nach deiner Identität. Ja. Oh, ich habe nicht mitgeschrieben. Ich habe Madeleine, das melancholische Modell, Jorge, das charismatische. Ich habe auch was mit dem Namen aufgeschrieben. Thorsten, der tragikomische Türrahmen. Ja. Und Anton, das alarmistische Armadillo. Das ist so schön. Bei dir, Jorge, würde natürlich deine Telefonfähigkeit noch irgendwie mit reinpassen. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, das hättest du so unter charismatisch mit abgespeichert quasi, aber ich weiß, wenn ich charismatisch bin, kann ich gut telefonieren, oder? Vielleicht noch, dass du ständig angerufen wirst, auf dir selbst. Ach so, ja, wird
wird ständig angerufen, hast aber eigentlich Telefonate? Nein. Okay, ja, wird ständig angerufen. Und ja, die Idee war halt, dass er sehr verlässlich ist, aber gerne eigentlich ein viel aufregenderes Leben hätte und gerne nicht so einer wäre, weil die Leute, auf dich kann man sich verlassen und so, weil ja, das findet er irgendwie sehr langweilig. Aber leider ist er genauso drauf. Perfekt. Dann bist du sehr verlässlich, würdest aber gerne ein aufregenderes Leben führen. Ja. Das ist eine sehr gute dramatische Eigenschaft. Okay. Wie sieht es bei Thorsten aus? Moment. Also er würde gerne lustiger sein, aber alles, was er erzählt, ist halt irgendwie sehr tragisch. Er ist halt auf der Suche nach, also muss es eine Sache sein? Nee, es kann auch mehr, es kann auch ein oder zwei sein, ist egal. Er ist auf der Suche nach der passenden Tür und kann ich auch noch mit reinnehmen, wenn jemand Füße besitzt, hat diese Person eine 20%ige Chance, sich an ihn zu stoßen? Ja. Okay. Kannst du auch. Was ein Glück! ich habe keine Füße, ich habe nur, ich weiß nicht, weiß jemand, wie das bei einem Hummer heißt? Beine? Ja. Naja, nein, das gibt bestimmt irgendeinen Fachausdruck. Das sind keine. Aber Beine. Füße habe ich definitiv nicht. Ich finde es auch schön, Hummer. Wirkt immer so hölzern. Beinpaare. Dann sind es Beine. Ja, okay. Ich habe Beine, aber keine Füße. Scheren sind vorne und hinten hast du Beine, würde ich sagen. Das bedeutet, du kannst dich nicht an Anton stoßen. Ja. Nein, an Thorsten, Entschuldigung. Das ist gut. Ich denke, wenn man Pfoten hat und nicht Füße? Ich denke, man muss Zehen haben. Nee, ja, man muss Zehen haben. Hat ein Armadillo Zehen. Die Füße von einem Armadillo aus. Gegenfrage von Google, auf was bist du gerade? Das sieht so aus, als hätte ein Armadillo Zehen. Das ist natürlich tragisch. Es ist gefährlich, mit Thorsten zusammenzureisen. Das muss eigentlich klar sein. Du darfst einfach nur nicht ständig durch ihn durchlaufen. Stimmt, ja, du musst einfach ein bisschen Abstand halten. Thorsten handelt immer im Rahmen seiner Möglichkeiten. Oh Gott, ich sehe schon sehr, sehr viele Wortspiele heute den ganzen Tag. Ja. Das ist sehr gut. Toll. So. Ja, Anton hat übrigens panische Angst vor allem, was einem Hund auch nur ähnlich ist. Oh nein, okay. Vor allem, ganz am schlimmsten sind Kojoten. Okay. Aber alles, was in die Richtung geht, ist gefährlich. Okay. Wir passen auf dich auf, Anton. Keine Frage. Ich kann auch mal ein bisschen Musik hier für den Chat anmachen. Entschuldigung, bei mir im Chat wird gefragt, was ist ein Jiwatski? Das ist der Kanal, das ist der Kanal, auf dem man Steffen, der Jiwa mit Nachnamen heißt. Und ich schätze mal, Jiwatski war ein Spitzname, der sich dann so weiterentwickelt hat, wo man den eigentlichen Stream sehen kann. Hier spiegel ich nur mein Bild. Ich wollte ja eigentlich deinen Stream dann mit der Zeitverzögerung bei mir zeigen, aber dafür muss ich den ja laut machen auf meinem Rechner. Und dann habe ich das 2 Minuten ausprobiert. Das heißt, ich höre alles, was ihr sagt und was ich sage, und dann höre ich es 20 Sekunden noch. Oh Gott. Oh nein. Und das halte ich nicht durch. Das geht nicht. Also ich meine, es würde vielleicht für die richtige Geisteshaltung für das Spiel sorgen, aber... Deswegen sieht man bei mir nur mich. Sorry. Und eine Einblendung, dass man bei dir schauen soll, bei Jiwatski. So. Genau, und ich habe auch einen Nachnamen. Stellt euch vor. Es ist verrückt, ich weiß. Ja. Hast du noch etwas für Anton oder nur, dass er panische Angst vor allem hat, was einem Hund ähnlich ist? Was ist das Ziel im Leben von Anton? Das Ziel im Leben von Anton. Was hat ein Armadillo so viele Ziele? Vielleicht bist du Sportler oder vielleicht bist du Künstler. Also ich meine, wir sind ja ein Kunstverein. Ja, das finde ich gut. Ich glaube, Anton versucht mit seiner Kunst auf gesellschaftliche Probleme hinzuweisen, die überall lauern. Und du machst so Drops-Bilder. Vergessen, wie es heißt, also wo man so Farbe spritzt. Ich roll einfach Du rollst über Leinwände.
Und für Frottage ist das bestimmt auch total gut. Das sind so Abriebe. Und dann können wir dir so wunderschöne Tapeten auf irgendwie schöne Untergründe legen und du rollst dann darauf herum. Das klingt gut. Das klingt auf jeden Fall nach einem actiongeladenen Künstlerleben. Ja. Und natürlich hat jedes Bild, das ich hier produziere, einen tieferen Sinn, dass man erst auf den zweiten Blick erkennt. Vollkommen richtig. Ja. Oder den dritten, vierten. Oder den vierten, fünften. Fünften. Oder erst, wenn Anton daneben steht und es einem erklärt, ausführlich. Ja. Was natürlich tut, weil sowas macht man ja nicht. Ihr dürft übrigens als nächstes noch für eure Gruppe wichtige Charaktere, Nebencharaktere definieren. Habt ihr irgendwelche, vielleicht einen Mäzen oder so, der euch bezahlt? Oder Leute, die ihr regelmäßig über Jorge anruft? Die Person, die tatsächlich die Galerie betreut als Hausmeisterin? Ja. Das würde helfen. Ja. Helene, die herzlose Hausmeisterin? Oh. Helene, oh ja, oh. Uns ist wieder eine Glühbirne kaputt gegangen. Sollen wir Helene anrufen? Schon wieder. Das bezahlen sie mir aber alles. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, dass Steffen gerne motzige Charaktere als NSC spielt, beziehungsweise ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, das ist schön. Wollen wir definieren, wie Helene aussieht, oder lassen wir das einfach so stehen und lassen es passieren? Ich glaube, das können wir einfach so passieren lassen. Okay, gut. Also Helene, die herzlose Hausmeisterin, haben wir auf jeden Fall. Und wir sollten auf jeden Fall irgendwie eine Person haben, die ständig Sachen von uns kauft, damit wir existieren können. Also tatsächlich so eine Art Mäzen vielleicht. Und ja, kommt dann alle 3 Wochen und kauft irgendwie eins von Antons Bildern. Aber was könnte das für eine Person sein? Oder was könnte die ausmachen? Mario, der miefige Mäzen. Er hat starken Körpergeruch, aber niemand traut sich, ihn drauf anzusprechen. Oh, das ist super. Oh Mann. Perfekt. Der ist ein Stinktier oder so. Das erklärt viel. Ein Stinktier, das halt unglaublich eklig riecht, aber sich wahnsinnig fein anzieht und hochmodisch. Und vielleicht weiß er auch gar nicht, dass er ein Stinktier ist. Vielleicht denkt er, er wäre ein Zebra oder so. Oder eine Katze. Natürlich. Ich bin Dachs, ja. Ich bin schwarz-weiß gestreift hier. Oh. Weil er immer feine schwarz-weiße Nadelstreifen trägt, denkt er, er sei ein Dachs, ja. Im Chat wird gerade vorgeschlagen, Volrea, der verkokste Vermögensverwalter. Nehmen wir. Oder Kalle, der konspirierende Kunstkäufer. Jemand, der Kunstwerke isst. Das wäre sehr traurig, wenn ihr einfach Kunst anfertigt und jemand kommt zu euch, um die zu kaufen, damit er sie essen kann. Ja. Naja, solange er sie nicht im Laden isst, wäre es schon okay. Es bringt auch Geld rein. Ja. Also ich finde, wir sollten noch jemanden regelmäßig anrufen. Irgendwie Annika, die angenehme Auskunft. Immer wenn wir irgendwie eine dumme Frage Auskunft, haben, rufen wir die Auskunft an auf Jorge. Ja. Es gibt tatsächlich auch eine, wie nennt man das? Also das, wo früher, wenn man früher irgendwo angerufen hat, dass die Leute so vor Schalttafeln sitzen und sich so verbunden haben. Die Vermittlung. Ja, es gibt die Vermittlung. Genau, ja. Dann haben wir 3, ich glaube, das reicht, oder? Haben wir nicht 4? Warte, wir haben Helene, wir haben Mario. Annika. Und Volrea. Also ich dachte, den Vermögensverwalter. Achso, Volrea können wir auch mitnehmen, ja. Achso, okay. Ja. Der ist aus dem Chat. Gut. Und dann, wie es sich gehört für moderne Rollenspiele, könnt ihr doch Beziehungen bzw. Bande untereinander knüpfen. Das heißt, wenn ihr außer euer Gruppenkonzept noch andere Dinge gemeinsam habt, können wir die auch gerne noch ausdefinieren. Mary, wie heißt dein Charakter nochmal? Madeleine. Das melancholische Model. Könnten Madeleine und ich, also könnte sie vielleicht schon mal in meinem Rahmen gemodelt haben? Ja. Ich würde auch sagen, dass ich Madeleine gerne als Inspiration nehme. Als was? Als Inspiration. Madeleine, meine Muse. Rollst du gerne auf Madeleine herum? Nein, natürlich nicht. Und aber um sie herum. Das schon eher. Und ich trage gerne Jorge in meiner Handtasche. Oh, ja, das ist schön. Okay. Das hat er gern.
Ich bin ein sehr modisches Accessoire, muss man dazu sagen. Ja. Ja. Vielleicht wurde auch schon mal versucht, so kleine Strasssteine an dir festzukleben. Das ist möglich. Ich lasse mich gern dekorieren. Ja, gut, dann bist du ein dekoriertes Hummertelefon mittlerweile. Okay. Mhm. Außerdem, ich meine, es könnte ja auch sein, dass Madeleine sehr gerne telefoniert. Und ich bin ja dafür eigentlich. Perfekt. Ja, also wenn sie dann in ihrem Fenster sitzt oder auf ihrem Bett sich räkelt und mit Leuten spricht darüber, wie das Leben so ist, dann hält sie sich immer diesen Hummer ans Ohr. Ja. Ja, der Hummer ist auch voll nützlich. Der hat ja noch Scheren, ne? Der kann dir ja auch Dinge halten, während du telefonierst. Oder Zettel schneiden. Ja, oder richtig die Haare machen. Alles möglich. Ja gut, also ich schätze mal, dann sind wir Mitbewohner auch. Ja, ja, ja. Mhm. Also ich würde sagen, ich wohne quasi zwischen da, wo man mich mit hinnimmt und in der Galerie. Und wenn in der Galerie auch jemand anruft, landet der bei mir. Also dann klingelt es bei mir. Weil es gerade im Chat nochmal gefragt wird, wir spielen ein surrealistisches Rollenspiel, Erzählrollenspiel. Das heißt, wir werden gleich in eine Welt voller surrealistischer Dinge abtauchen, die ungefähr einem Frankreich der 1920er Jahre entspricht. Also es wird sehr, sehr wild und man kann es schwer erklären. Bleibt einfach da und lasst euch überraschen. Wie wär's denn, haben wir noch andere Verbindungen vielleicht zwischen den anderen dreien, zwischen Jorge, ich überlege. Jorge, Thorsten, also ich bin auf jeden Fall habe mir schon mehrmals die Zähne an Thorsten gestoßen. Mhm. Und seitdem versuche ich entweder außen rum zu gehen oder ich roll durch ihn durch. Mhm. Ja. Ja, das ist sehr, bin ich sehr vorsichtig geworden. Da ist die Wahrscheinlichkeit gleich null, dass du dir einen C stoßt. Ja. Da habe ich mich zumindest noch nicht so, hat das bisher immer funktioniert. Mhm. Ich würde anbieten, weil... Ich glaube auch manchmal macht das Thorsten das mit Absicht. Also würde Thorsten sich so leicht in den Weg stehen, damit man sich den C stoßt. Quatsch, das bildest du dir einfach ein. Das behauptest du schon, keine Ahnung, jedes Mal. Letzte Woche erst. Wir haben doch schon darüber geredet, dass ich nichts dafür kann. Ich würde auch noch sagen, keine Ahnung, weil Jorge ist ja... Telefon und auch sehr gut im Zuhören, dass also sowohl Anton seine Ängste und Sorgen bei ihm ablehnt, als auch natürlich, dass er immer ein offenes Ohr, okay, Homer haben keine Ohren, einen offenen Hörer für Thorsten hat, der ja auch, ja, auf der Suche nach seiner Tür. Auf der Suche nach seiner Tür ist und ja, so ein bisschen geplagt ist vom Leben. Also ich glaube, Jorge ist so ein bisschen der Kummerkasten, so für alle. Ich kann mir auch vorstellen, dass Anton und Jorge es auch schon mal versucht haben, Thorsten mit einer Tür in der Galerie zu verkuppeln. Absolut. Das ist unsere geheime Mission. Wir sind uns nicht sicher, was schiefgelaufen ist, ob es an Irak oder an Thorsten, aber... Vielleicht sollten wir lieber nach Echtholz gucken, statt nach Furnier. Ich weiß es nicht, was das Problem ist. Aber die Galerie ist halt... die müssen halt mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und ordentliche Türen kaufen. Ja. Ich glaube, dann sind wir schon ganz gut soweit, oder? Was sagt ihr? Mhm. Ich kann noch mal vorlesen, was wir haben. Sie war eine Drehtür, sorry. Das geht natürlich überhaupt nicht. Das ist mir natürlich nicht aufgefallen. Ist das doof, ich liebe es. Sie war einfach zu schwunghaft. Wankelmütig. Immer wenn ich auf sie zugegangen bin ich auf einmal wieder von ihr weggegangen. Und ich glaube auch, die Scharniere saßen ein bisschen locker. Vielleicht ist Thorsten aber auch einfach zu wählerisch. Vielleicht. Eigentlich nicht, ich weiß nicht. Also ich fasse nochmal kurz zusammen, was wir bisher haben. Wir haben Madeleine, das melancholische Model, welches vielseitig ist, aber stets auf der Suche nach der eigenen Identität, gespielt von Mairi. Wir haben Jorge, das charismatische Hummertelefon, das ständig angerufen wird, sehr verlässlich ist, aber gerne ein aufregenderes Leben führen würde. Das klingt jetzt wirklich alles wie bei Bausefrau. Wir haben Thorsten, den tragikomischen Türrahmen, der gern lustiger wäre, aber alles, was er erzählt, ist traurig. Außerdem ist er auf der Suche nach einer passenden Tür und Dinge mit Füßen stoßen sich regelmäßig an ihm. Gespielt von Haselnuss. Und wir haben zu guter Letzt, gespielt von Banana Pig, Anton, das alarmistische Armadillo. Das panische Angst vor allem, was einem Hund ähnlich ist, hat. Und mit seiner Kunst auf die Probleme der Welt aufmerksam machen möchte. Ihr habt außerdem Helene, die herzlose Hausmeisterin, als NPC. Genauso wie Mario, den miefigen Mäzen. Annika, die angenehme Auskunft. Und Volrea, den verkokusten Vermögensverwalter.
Madeleine hat schon mal in Thorsten gemodelt. Madeleine trägt außerdem Jorge in ihrer Handtasche. Und Madeleine ist Antons Muse. Anton hat etwas Angst vor Thorsten, weil er sich schon öfters den Zeh an jemanden gestoßen hat. Jorge hat immer einen offenen Hörer für Thorsten und Anton. Und Jorge und Anton versuchen, Thorsten mit anderen Türen zu verkuppeln. Hab ich das einigermaßen zusammengefasst? Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, beginnen wir in Itras B. Ich könnte als Off-Stimme bei Herzblatt anfangen. Gibt es das überhaupt noch? Ich bin mir nicht sicher. Wir beginnen in eurer Galerie. Diese steht in Itras B in einem alten Gebäude, habt ihr euch eingemietet. Wie sieht es denn da aus? Hat jemand eine Idee, wie eure Galerie aussieht? Das ist eine ehemalige große Scheune, aber wir haben das, was diese großen Tore waren, wo Kutschen rein und rausfahren sollten, die sind jetzt natürlich verglast. So mit Buntglasfenstern, sodass immer sehr spannendes Licht da reinfällt. Aber es ist ein großer, hoher, offener, langer Raum. Wäre mein Vorschlag. Ja. Auf dem Boden sind auf jeden Fall hier und da Armadillo-Spuren, farbige Armadillo-Spuren. Da sehen die so ein bisschen aus wie so. Es passiert halt einfach manchmal, dass die Leinwand nicht groß genug ist. Okay. Und dann wird drüber gerollt. Und wir haben es einfach so gelassen, weil wir es irgendwie stylisch fanden. So verschiedene kleine, bunte Fußspuren, unterschiedliche Farben. Ja, so ein bisschen artsy. Und wir haben so eine Empfangstheke. Dahinter ist so ein sehr gemütlicher, plüschiger Lehnsessel mit angesagten Blumenmotiven, der schon so ein bisschen abgeliebt ist. Und auf dieser Theke chillt meistens Jorge, wenn er sonst nichts zu tun hat und begrüßt Personen, die diese Galerie besuchen oder beantwortet Anrufe von potenziellen Kundinnen, wenn denn jemand anruft. Und ansonsten sitzt er die meiste Zeit da und guckt entweder aus dem Fenster oder auf die Kunstausstellung oder folgt den Armadillo-Linien auf dem Boden. Ich würd sagen, wir hätten hinten auch noch jeweils vielleicht keine richtigen Räume, sondern noch so Abtrennungen, wo man, also dass es nicht kein kompletter großer Raum ist, sondern dass man dahinter noch irgendwie was Privates machen kann oder dass wir auch noch so einen Rückzugsort irgendwie haben. Kaffeeküche oder so. Ja, irgendwie sowas. Mhm. Okay, das klingt fantastisch. Ihr verbringt gerade einen, entspannten Mittwochnachmittag in eurer Galerie. Draußen prasselt der Regen gegen eure Fenster. Leicht, nicht zu ungemütlich, aber dennoch leicht grau ist es draußen. Bisher waren keine Leute in eurer Galerie am heutigen Tag, deswegen verbringt ihr den Tag eher damit, über neue Kunstwerke zu sinnieren oder zu versuchen, die Spuren der restlichen oder der gestrigen Party vielleicht noch zu verwischen. Wenn ihr aus dem Fenster blickt ihr zum einen auf den Eingang der A- und Nicht-A-Straße. Eine Straße, die gleichzeitig existiert und nicht existiert. Und alle Leute, die versuchen, dort hineinzugehen, werden wahnsinnig. Oder, wenn sie es überleben, kommen sie mit einem breiten Lächeln aus der Gasse wieder heraus und verraten nicht, was darin passiert ist. Ihr blickt auf das Kopfsteinpflaster, was leicht vom Regen benetzt wird. Und fragt euch so, was ihr mit dem Tag anfangen sollt, als Roche, du plötzlich klingelst. Ich greife nach Roche. Hallo? Hallo, Madeleine? Ja, hier ist Madeleine. Oder wollten Sie mit Roche sprechen? Es tut mir leid, Roche, das war dann sehr unhöflich. Ich glaube, dieser Hallo! Dieser Anruf ist, glaube ich, für Sie alle. Hier ist Annika. Hallo, Annika. Ein seltsamer Herr am Telefon. Soll ich verbinden? Ja, wir mögen das Seltsame, oder? Moment, ich gehe rüber zu Thorsten. Thorsten steht meistens so einfach im Gang rum und guckt sich die anderen Rahmen in diesem Gebäude an, zum Beispiel da, wo das Glas so eingesetzt ist. Moment, wo ist Thorsten? Wo ist, hallo Thorsten. Ja. Entschuldigung. Oh, das tut mir leid. Ja, nein, selber schuld. Ich habe dich mit einem anderen Rahmen hier verwechselt. Hat jemand Anton gesehen? Anton? Ja?
Ein seltsamer Herr möchte mit uns reden. Achtung, okay. Das ist Thorsten. Ich bin's. Also, darf ich ruhig durch. Ja, aber gerne. Ja, gerne. Und ihr hört das Klacken der Leitung, als plötzlich eine tiefe Stimme am anderen Ende erklingt. Hallo? Bin ich dort mit dem Kunstverein Kapellenberg verbunden? So ist es. Auf jeden Fall. Vortrefflich. Ich, und ihr hört das Schmatzen und das Ziehen an einer dicken Zigarre. Ich möchte Sie einladen. Allerdings müssen Sie ja, sich sofort auf den Weg machen. Es ist dringend. Oh. Haben Sie Interesse? Worum geht es? Das möchte ich Ihnen am liebsten persönlich verraten. Bitte, wer sind Sie? Ich sage mal so, ich bin ein Bewunderer Ihrer Kunst und möchte Sie deswegen zu mir in meinen Club einladen. Das klingt gut, dieser Club. Oh, ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo der Club ist. Ich kann Ihnen aber sagen, wie Sie dorthin kommen. Das ist ja noch für Hunde im Club. Entschuldigung, befinden sich Hunde in Ihrem Club? Moment, ihr hört es rascheln, als würde er den Hörer zur Seite legen. Dann nach 2 Sekunden, wo nichts passiert, hört ihr wieder Gerasche. So wie es aussieht, aktuell nicht. Aber es kann natürlich alles passieren. Anton, aktuell sind keine Hunde im Club. Okay. Aber es ist keine grundsätzliche Aussage. Ich verstehe. Ja, also... Wie kommen wir denn jetzt zu Ihnen? Das ist ganz einfach. Gehen Sie den Kapellenberg hinauf in Richtung des Mondturms, nehmen Sie die 3. Abzweigung auf der rechten Seite und dann befindet sich auf der linken Seite neben 2 großen grünen Mülleimern eine kleine Gasse. Gehen Sie hinein, gehen Sie um die Ecke und dann gehen Sie zum 3. Club auf der rechten Seite. Hat das jemand notiert? Nein. Ja, also... Kapellenberg, dann 3. rechts, links neben große Mülleimer in die Gasse, um die Ecke, 3. Club rechts. Das ist wundervoll. Auf dich ist wie immer Verlass. Hervorragend. Darf ich mich also über Sie freuen heute Abend? Also, ja, wir haben heute eh nicht viel Kundschaft, also warum nicht? Wir kommen auf jeden Fall zu dem Club. Ob Sie sich freuen, das steht auf einem anderen Blatt. Ich bin mir sicher, dass Ihre Anwesenheit diesen Abend heute bereichern wird. Einen schönen Tag. Eben Tag. Ihr hört das Klicken von einem aufgelegten Hörer. Aber wir können doch noch nicht zumachen. Es ist doch noch nicht 16 Uhr. Und klingt das nach einer Gasse, die ich eigentlich nicht alleine gehen würde, nur dass ich schon mal vorgewarnt habe. Das klingt schon sehr dubios, auch wenn ich neugierig bin. Wir wissen alle, Gefahr lauert um jede Ecke. Das stimmt. Ja. Aber jetzt haben wir schon gesagt, dass wir hingehen. Jetzt können wir uns doch anders entscheiden, oder? Oh, wir können das ist ein Dilemma. Na gut, dann... Aber was, wenn wir einen Zettel schreiben für die Tür her, der darauf hinweist, dass wir heute ausnahmsweise vor 16 Uhr zumachen? Ja, aber was sollen wir denn als Grund angeben? Das ist etwas außerhalb des Rahmens. Auf der Suche nach künstlerischer Inspiration. Gut, ja, dann schreiben wir doch das. Jorge greift sich so mit der Schere so einen Kugelschreiber und einen Zettel und fängt an, darauf sehr schwungvoll und künstlerisch wertvoll, was wahrscheinlich keiner lesen kann, zu schreiben. Sind heute auf der Suche nach Inspiration, deswegen schon ab. Und dann schreibt er die exakte Uhrzeit, um die wir planmäßig den Laden verlassen werden. Also so 3,5 Minuten. Du guckst auf die Uhr, es ist 15.23 Uhr. Ja, super, dann 15.26 Uhr, ab 15.26 Uhr geschlossen. Mhm. Und dann können wir kann dann vielleicht jemand, der größer ist als ich, den Zettel auf einer guten Höhe anbringen. Ja, natürlich. Ich ziehe einen Klebestreifen ab. Gut. Oh, dann haben wir noch 3 Minuten. Ja. So lange müssen wir jetzt auch noch warten. Muss doch jemand... Ich packe ein paar Farben. Ja. Gut. Du greifst noch ein paar Farben. Anton, alles geölt? Ja. Gut. Müssen wir Anton ölen?
Nein, aber er nimmt ja, er sammelt irgendwelche Pötte ein. Hat Anton eigentlich irgendwelche Gesichtszüge oder ist er wirklich einfach nur ein Türrahmen ohne alles? Thorsten. Ich bin Thorsten, der Türrahmen. Jetzt haben wir die Leute schon. Ja. Ich werde mich noch dran gewöhnen. Ich würde schon sagen, dass man, wenn man genau hinguckt, dass man da so Mimik in dem Holz erkennen kann. Ja, so wie aus Astlöchern, so Augen und so. Ja. Aus was für einem Holz bist du denn? Oder bist du überhaupt aus Holz? Ich bin Eiche. Oh, edel. Stabil. Okay, schön, schön. Ja, gut. Ja, Thorsten, alles in Ordnung? Natürlich. Warum fragst du? Weiß ich nicht. Also, ich mein, du bist ja... Wir können doch einen Witz erzählen, um die Zeit zu überbrücken. Klar, wir haben noch 3 Minuten. 2,5 jetzt. Klopf, klopf. Wer ist da? Ja, das müsstet ihr sehen, weil ich habe keine Tür. Der war gut! Der war gut. Ihr hört ein leises Seufzen von manchen eurer Kunstwerken, die dort hängen und stehen, die vielleicht auch schon mittlerweile belebt sind, weil sie schon so lange hier sind und schon einen oder anderen Witz von Thorsten gehört haben. Mir so leid, Thorsten. Warum? Ist du immer noch türlos bist. Ja, das wird schon. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir suchen ja auch noch weiter. Ja, und das ist doch so ein charmantes Kerlchen. Ja. Ich meine, außerdem, er sieht ja wirklich gut aus. Guck dir doch mal seine Maserung an, ja? Hier. Eine wundervolle Maserung. Stabiles Holz. Dankeschön. Mit schönem Klang. Ja, auch gut gepflegt. Ja. Also. Ihr seht so ein kleines Grinsen im Holz. Und das Schöne ist ja auch, also ich meine, er hat nicht ganz Standardmaße, aber er ist halt so ein kleines Stückchen drüber links und rechts. Ja, aber das macht ihn ja auch irgendwie wieder attraktiv. Definitiv. Aber wir haben gesagt, dass wir jetzt gehen. Auf dem Zettel haben wir sogar geschrieben. Wir müssen los. Jetzt gehen. Ja. Ja. Okay, ja. Ich schiebe Thorsten nach draußen. Du schiebst Thorsten durch die große Glastür, die ich schon einmal hat abblitzen lassen. Stoß mir dabei den Fuß an Thorsten an. Und dann tretet ihr nach draußen in den leichten Nieselregen. Nehmt ihr Schirm oder so etwas mit? Ja, natürlich. Ich habe auch so einen kleinen. Ich brauche keinen Schirm. Ich habe so kleine Schirme, die so, so eine kleine Markise verteilt sind, so, damit der ganze Rahmen bedeckt ist. Okay, sehr gut. Und ihr blickt vor euch auf den Tränenbach, ein kleiner Fluss, der durch das Kapellenviertel fließt, in dem ihr lebt. Der Kapellenberg ist einer der höheren Teile der Stadt. Oben, direkt über euch, seht ihr den Mondturm, in dem Nindra die nächsten Dinge ausheckt, die sie zu tun hat. Und ihr seht einige Leute draußen umhergehen, alle mit großen Schirmen bewaffnet gegen den Regen. Und ihr seht eine Frau an euch vorbeigehen, die gekleidet ist wie eine Sekretärin, die etwas miesepetrig dreinblickt, dann kurz stutzt, nach unten guckt, dann zwischen das Kopfsteinpflaster greift, eine Münze herausholt und ihre Mimik wird plötzlich hell. Und mit einem Mal hört auf der Regen auf und ein bisschen Sonne kommt heraus und badet euch in einem netten, warmen Schein, während die Frau weitergeht. Oh. Angenehm für mein Holz. Ihr macht euch auf den Weg. Ich schüttel meinen Schirm aus. Du schüttelst den Schirm aus. Jorge geht vor. Er kennt hat sich ja natürlich den Weg gemerkt. Natürlich. Genau eingeprägt, exakt. Und er nimmt aber halt irgendwie so jede Pfütze mit, weil er Wasser ja sehr gerne mag. Ja. Also. Jorge springt von einer Pfütze zur nächsten und verursacht das eine oder andere Platschgeräusch. Ein paar Kinder kommen dazu und gesellen sich dir hinzu und springen mit dir ein paar Pfützen weit, bis sie sich verabschieden und wieder zu ihren Eltern zurückgehen. Und ihr folgt der Wegbeschreibung, die euch im Telefon gegeben worden ist, und geht den Kapellenberg entlang und auf der linken Seite zwischen einem Café und einem Kleidungsladen befindet sich tatsächlich diese Gasse, von der Rede war. Zwei große grüne Mülleimer auf der linken und rechten Seite. Und dann, wenn ihr in die Gasse reinguckt, seht ihr, dass die Gasse um eine Ecke geht und dann verschwindet. Um die Ecke? Das sieht nicht sicher aus, Leute.
Dann halte ich hinter mir. Ich zücke meinen Regenschirm. Ich möchte nicht mehr vorgehen. Ich kann vorgehen. Ich bin stabil. Danke, Thorsten. Thorsten, du gehst vor. Ihr anderen drängt euch so ein bisschen dahinter und ihr geht um die Ecke. Und ehe ihr es euch verseht, steht ihr in einer Straße. Ihr blickt geradeaus in eine weite, lange Straße, die links und rechts gesäumt ist mit Cafés, mit Clubs, Tavernen, Restaurants. Überall sitzen Menschen und andere Gestalten, Bewohner von Itrasby, und lassen sich's gut gehen. Ihr blickt nach oben. Der erste Teil der Straße ist so leicht in einen güldenen Glanz der Abendsonne getaucht. Wenn ihr weiter nach hinten guckt, seht ihr, dass die Straße immer dunkler wird und der Mond sich dann über der Straße nach oben zieht und ja, die Personen und die Gebäude mit einem simplen Mondschein erhält. Ihr seht ja Leute durch die Gassen gehen, sich freudig umblicken. Generell merkt ihr, dass hier das Leben blüht. Ihr merkt, dass alle, die hier sind, sehr, sehr gute Laune haben. Ihr hört aus einigen der Clubs Live-Musik, ihr hört verschiedene Geräusche von klimperndem Glas oder von artistischen Dingen, die dort vorgeführt werden. Ihr riecht frisches Essen, ein bisschen Alkohol und vielleicht auch den einen oder anderen, der vielleicht schon ein bisschen mehr getrunken hat und jetzt an der Seite der Straße liegt. Und allgemein seid ihr ein bisschen verwirrt, denn ihr blickt euch um und die Gasse, aus der ihr gekommen seid, ist weg. Hinter euch befindet sich einfach nur eine Wand. Das ist ja wie bei Harry Potter. Oh, seht ihr das? Das was ist wieder los? Ich war, noch, ja. ich war noch nie in dieser Gasse. Ich glaube, ich auch nicht. Auf der linken Seite, befindet sich ein Straßenschild. Auf dem Straßenschild steht Freitagsstraße. Was haben wir heute für einen Tag? Donnerstag. Wir sind zu früh. Oh nein. Aber es war eine Falle. Der Termin war doch heute. Oder nicht? Ja, er sagte, wir sollen jetzt kommen, oder? Oder? Ja. Eine Dame mit einem Flyer an der Seite, also der Flyer ist menschengroß und zweidimensional mit zwei Beinen und sie halten so ein bisschen Händchen, kommt auf euch zu. Ah, ihr seid wohl neu hier, oder? Macht euch keine Sorgen. Hier ist immer Freitag. Das ist praktisch. Ja. Oh, das ist absolut praktisch. Wenn wir die Straße wieder verlassen, welcher Tag ist dann? Ach, ihr wollt diese Straße auch nicht verlassen. Ich meine, hier könnt ihr immer Freitag haben. Freitagabend. Freitag, Feierabend. Ja. Ihr müsst nie wieder arbeiten. Ihr könnt hier allen Dingen frönen, die ihr wollt. Und ihr wollt wieder zurück? Wir haben ein Geschäft. Ach, Geschäfte. Geschäfte sind doch egal in der Freitagsstraße. Aber das Geschäft macht Spaß. Ah. Also manchen. Ja, nicht alle. Manche Kunden sind glücklich. Macht euch darum keine Sorgen. Spaß werdet ihr hier genug finden. Seht euch doch nur um. Ihr könnt hier alles erleben, was ihr wollt. Aber wenn wir jetzt, aus welchem Grund auch immer, die Freitagsstraße wieder verlassen würden, wann kommen wir wieder im Rest der Stadt an? Freitags. Oh nein. Wir haben auf den Zettel nicht geschrieben, dass wir auf Freitags geschlossen haben. Oh, stimmt. Das ist sehr doof. Wir könnten Annika anrufen und sie bitten, jemanden vorbeizuschicken. Anrufen. Wir könnten Annika bitten. Ja, Annika müsste Helene drum bitten. Ich glaube nicht, dass Annika Geschäft. Vielleicht kann sie uns auch zu Helene durchstellen. Ja. Ich spreche nicht mit Helene. Ja, es klingelt und dann hörst du das Zeichen, wie jemand abnimmt. Vermittlung, hallo, was kann ich für Sie tun? Hallo Annika, Madeleine. Madeleine, ich rufe von Jorge aus an. Darf ich fragen, welcher Tag bei dir ist? Donnerstag. Ja, könntest du uns durchstellen zu Helene? Kurze Stille am anderen Ende. Bist du dir sicher? Du weißt, was beim letzten Mal passiert ist. Ja. Okay, du kannst mich jederzeit anrufen, okay? Ja, danke, Annika. Okay. Ich stell dich jetzt durch. Und es klackt einmal und dann
hört ihr das Tuten in Roche und dann, wie jemand abnimmt. Ja, hallo. Hallo, Helene. Hier ist was ist jetzt schon wieder passiert? Ich habe doch gerade erst die Dübellöcher geflickt. Was habt ihr jetzt schon wieder gemacht? Das geht alles von eurer Kaution ab. Es ist alles in Ordnung mit dem Studio. Nur mit uns nicht. Also, die Sache ist, wir sind von jemandem in eine Straße geschickt worden, wo Freitag ist. Ja, na, aber meine Güte. Ich habe euch das schon dutzende Male gesagt, dass ihr niemals einfach Leuten damit die Gassen folgen sollt. Wir sind aber einer Beschreibung gefolgt und keinen Leuten. Ja, das macht es natürlich viel besser. Und was habe ich jetzt damit zu tun? Es müsste ein Zettel aufgehangen werden, dass wir freitags geschlossen haben. Ja, fantastisch. Und das soll ich wieder machen, ja? Ja, bitte. Meine Güte. Ich meine, wenn eure Köpfe nicht angewachsen wären, ne? Was würdet ihr dann machen? Nicht alle von uns haben Köpfe. Das wollte ich auch gerade sagen. Aber alle von euch können schreiben oder was? Und irgendwelchen Leuten in Gassen folgen? Nein. Also, letzteres auch Jahr. Das nicht. Gut, ja. Ich mache das jetzt dann letztes Mal. Also, falls es dich beruhigt, Anton war strikt dagegen, in die Gasse zu gehen. Der Anton. Der sagt immer, er ist strikt gegen alles und macht dann doch mit. Ja, aber das ist dann ja unsere Schuld, weil wir ihn überreden. Also, ich sage euch eins. Ich mache das jetzt für euch, aber wenn ihr mir an Weihnachten wieder diese ekelhaften Schnapspralinen schenkt, mache ich sowas nie wieder für euch. Nein, was habt ihr das verstanden? Ja. Doch keine Socken. Also keine Schnapspralinen und keine Socken. Was hättest du denn gerne zu Weihnachten? Lasst euch was einfallen, ich will überrascht werden. Oh, will ich überrascht werden. Gut, wann seid ihr denn wieder zurück? Freitag. Aber später. Ja. Ja gut, und bis dahin gammelt alles vor sich hin. Klar, und wer gießt wieder die Pflanzen? Ich gieße die Pflanzen. Na toll. Aber die Pflanzen sind heute erst gegossen worden. Das ist, glaube ich, alles. Ja, das lass mal meine Sorge sein. Oh, ich glaube... Gerade läuft ein Tunnel über uns drüber. Die Verbindung wird schlecht. Und dann hörst du das Auflegen auf der anderen Seite. Ja. Aber ich glaube, gar kein Tunnel, sagt Roche ganz und man sieht so, er hat so einen Zettel in der einen Schere und in der anderen notiert er so und dann steht da drauf auf dem Zettel, keine Schnapspralinen, keine Socken, will überrascht werden. Also er hat alles... ordentlich mitgeschrieben und hält dann diesen Zettel so hoch. Was, wenn wir ihr nächstes Jahr eine Hand, ein Beutelchen voller leckerer Insekten schenken? Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sowas mag, aber ich dachte auch, dass das Wesen mit Füßen Socken mögen. Das war eine schlechte Idee. Ich finde Socken nicht so cool. Es fühlt sich immer so komisch an, wenn ich laufe. Aber vor allem zu Weihnachten könnte man die Insekten auch in Schokolade tunken, damit es ein bisschen festlicher ist. Solange aber kein Schnaps drin ist. Nee, ohne Schnaps, nur Schokolade. Also keine betrunkenen Insekten. Nein. Mhm. Aber vielleicht denken wir da ein andermal drüber nach, wenn wir dafür auch in einer besseren Stimmung sind. Ja. Gut. Ist ja jetzt gerade nicht dringend. Es wird wieder überraschend kommen. Ja. Das stimmt. Ich würde Ausschau danach halten, ab wann es Lebkuchen im Laden gibt. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja. Lebkuchen. Jetzt so ein Lebkuchen. Also, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich versuche mich zu orientieren. Ja, ihr seht Dutzende Clubs, Restaurants. Und du hast, dir wurde ja gesagt zumindest, wo du hin musst. Der dritte Club rechts ist relativ groß, hat ein großes Eingangstor mit geschwungenen Fenstern an der Seite, die mit Gold verziert sind. Und darüber steht zwischen zwei großen Feuern, die so ein bisschen über auf so einem kleinen Vordach angebracht sind, Apokalypso. Apokalypso. Das klingt gar nicht gut. Da sollten wir nicht reingehen. Warum nicht? Naja, das heißt... Weltuntergang, oh. Ja. Davor hat sich auch so eine kleine Schlange gebildet und da steht eine Person, die aussieht, als wäre sie ein humanoider Stier in einem Frack und der hat vor dem Eingang direkt so ein Samtband aufgespannt, damit man nicht durchläuft. Allerdings ist rechts und rechts sehr viel Platz. Ja, ich auch. Ein humanoider Stier. Ein humanoider Stier. Mit zwei Scheren.
Okay. Warum gehen da dann so viele Leute rein? Vielleicht wissen die nicht, was das bedeutet. Oh. Ja, vielleicht können die alle nicht lesen. Ja, so wie ich. Ja. Ja. Aber guck mal, Entschuldigung. Was hältst du von der Tür dort hinten? Und ich zeige auch eine Tür von einem Club gegenüber von dem Apokalypse, die auch aus dunklem Holz besteht und so ein hübsches verziertes Glas eingebaut hat. Nee, ich weiß nicht. Die ist mir irgendwie zu durchsichtig. Zu durchsichtig, ich verstehe. Keine Scheiben also, ja? Ich habe nicht so gute Erfahrungen mit Scheiben gemacht. Ich verstehe. Was ist, wenn die kaputt gehen? Wer kümmert sich dann darum? Können ja Helene fragen. Ich lebe mal Jorge hoch. Der wollte ja an mit anderen Entschuldigung, ich würde gerne an jemandem zuppeln, der da ansteht. Ja, du zuppelst an jemanden und du drehst dich um und es ist eine Person, die hat einen riesigen Apfel als Kopf. Und als sie sich zu dir umdreht, kommt aus einem kleinen Loch ein kleiner Wurm heraus. Ja. Guten Tag. Verzeihung. Ja, Jorge, angenehm. Ich würde gerne fragen, Sie stehen hier an für diesen Club? Ja, ich gebe aber diesen Platz nicht her. Ich stehe schon sehr lange. Kein Problem, aber... Wie lange denn? Ich stehe schon seit Freitag. Right. Was gibt's denn da drin? Das ist das Apokalypse, das ist der beste Club am Platz. Ich höre Sie mal. Ja. Ja, Musik und Trinken und Tanz vor allem. Tanzlokal. Aha. Was für Musik? Na, das Neueste vom Neuesten. Oh, ich verstehe. Die sind da ganz modern. Vielen Dank. Ja, okay, das sind Tanzschuppen. Oh, ich kann nicht so gut tanzen. Ich kann gar nicht tanzen. Ich kann tanzen, aber ich will es eigentlich fast gar nicht zugeben, weil ich jetzt irgendwie... Weiß nicht, jetzt fühle ich mich nicht mehr zur Gruppe zugehörig. Du kannst um mich herum tanzen. Wie vor 5 Tagen, weißt du noch? Ja, das war tatsächlich eine schöne Veranstaltung. Ja. Und jetzt ist sie vorbei. Aber die nächste Veranstaltung kommt ja bald. Hoffentlich. Ist das so? Sollten wir mal diese Türsteher-Person fragen. Den humanoiden Stier? Ja. Ich trage den Hummer zum humanoiden Stier. Der guckt euch von oben nach unten an, schnaubt einmal aus beiden Nüstern. Hallo. Ihr kommt hier nicht Der vorbei. Hummer hat eine Frage. Hinten anstellen. Würden wir gerne machen, aber wir wurden eingeladen von einem Herrn, der uns angerufen hat und diese Person hat gesagt, er wollte uns gerne sehen und es sei dringend und wir sollten in diesen Club kommen. Wir sind von vom Kunstverein Kapellenberg. Ich würde sagen, es ist mal Zeit für eine Entscheidungskarte, ob ihr einfach so an einem vorbeikommt, oder? Mit den Entscheidungskarten funktioniert das folgendermaßen. Wir ziehen jetzt für Jorge eine Karte. Und du, Ivy, darfst dir aussuchen, wer von den anderen, inklusive mir, diese Karte interpretieren darf. Okay, cool. Wer soll es sein? Let's do it. Ich möchte gerne das Bananepek meine Karte auslegen darf. Du brauchst Hilfe. Du erkennst, dass du jemandes Hilfe brauchst und bei dem, was du tust, um bei dem, was du tun willst, Erfolg zu haben. Was passiert denn, Bananepek? Oh Gott, improvisieren ist genau mein Ding. So, merke ich gerade. Du brauchst Hilfe. Okay, du versuchst mit dem humanoiden Stier zu sprechen, der aber scheinbar ja nicht auf dich hören will. In dem Moment wirst du angerufen von dem netten Herrn, der uns eingeladen hat. Ja, du klingelst. Madeleine? Madeleine? Madeleine, du wirst gerufen. Ja, es klingelt. Kannst du rangehen? Oh, Entschuldigung. Ja, kein natürlich. Problem. Ich dachte, du meinst den Kuchen. Oh, nein. Oh. Nein. Oh, das wäre jetzt gut. Das wäre nicht wahr. Oh, Entschuldigung. Wird wieder hallo? Vertraute ziehen an einer großen Zigarre. Geben Sie mich mal weiter an den Türsteher. Bitteschön, jemand ist am Hummer. Jorge, ist es nicht so angenehm? Der Stier nimmt dich so.
Hallo. Oh ja, Chef. Natürlich, Chef. Ja, sofort, Chef. Ja, auf jeden Fall, Chef. Und gib dich wieder zurück. Sie können rein. Entschuldigen Sie bitte. Danke. Ich setze Roch auf meine Schulter. Er nimmt dieses winzige Samtband, nimmt es ein Stück zur Seite und ja, bedeutet euch, dass ihr durch die Tür treten dürft. Eine große, doppelflügelige Tür. Ah, mit zwei okay, da passe ich durch. Oh. Ich bin, ihr seht so einen sehr, sehr, sehr neidischen Blick. Dieser Rahmen hat zwei Türen. Das wäre das auch was für dich? Zwei Türen auf einmal? Ich weiß nicht, ob ich das hinbekommen würde. Ja, das stelle ich mir anstrengend vor, aber es könnte dir gut stehen. Und Thorsten, du hörst so, während du reingehst, ein leises Versuch's doch mal. Thorsten dreht sich so ein bisschen um, so in seinem Ganzen. So, guck so, Hakt sich so ein bisschen in der Seite. Genau. Und ihr betretet das Apokalypso. Was euch sofort entgegenschwirrt, sind die Gerüche von Alkohol in wahrscheinlich hohen Gläsern, in Cocktails mit interessanten Namen. Und ihr hört die Musik einer Big Band, die irgendwo spielt. Der Club selbst ist wirklich sehr, sehr groß. Ist mittlerweile aufgeteilt in so zwei Bereiche. Es gibt einen Bereich, der in dem Bereich liegt, wo ihr jetzt gerade hineintretet. Auf der linken Seite seht ihr eine sehr, sehr lange, große Bar, hinter der mehrere Barkeeper Flaschen hin und her werfen und Cocktails mixen für die unterschiedlichen Personen, die dort an der Theke stehen und sich ja in Konversation betreiben. Ihr seht auf der rechten Seite mehrere Sitztische, wo man sich entspannt hinsitzen kann, auf großen roten Sofas. Alles ist in einem leicht dämmerigen Licht getaucht, welches von mehreren Lampen, die aussehen wie große Monde, auf euch herabscheint. Und wenn ihr gerade ausguckt, seht ihr so 4-5 Stufen nach unten eine riesige Tanzfläche, an dessen Ende eine Bühne sich befindet, wo die Band spielt. Und auf dieser Tanzfläche seht ihr bestimmt 20, 30 Paare unterschiedlichster Herkunft, die tanzen, verschiedene Tänze durchführen. Aktuell ist anscheinend ein Charleston in, die Füße schwingen, das Tanzbein schwingen und allgemein freudiger Natur sind. Und direkt neben euch taucht ein dicklicher, runder Mann auf mit einem Hut auf dem Kopf, einer Melone, einer dicken Zigarre im Mund, einem grauen Jackett und einer grauen Hose mit einer Fliege davor. Und er guckt euch an. Verzeihen Sie, meine Damen und Herren, dass die Ankunft etwas seltsam war. Ich habe Sie angerufen. Hallo. Hallo? Es ist mir eine große Freude, Ihre Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Jakob und mir gehört dieses Etablissement. Hallo Jakob, ich bin Thorsten. Eiler Schuppen. Jetzt, wo ich Sie sehe, muss ich sagen, das meine ich nicht unhöflich, bin ich doch verwirrt darüber, was mir die Schachatisten ausgerechnet haben, aber ich sag mal so, wenn die sagen, dass sie die Richtigen sind, dann sind sie wohl die Richtigen. Für was denn? Gehen wir vielleicht an die Bar und ich bestelle Ihnen erst einmal etwas und dann reden wir über das Geschäft. Das klingt gut. Vortrefflich. Und er führt euch zu der langen Bar. An der Sitz seht ihr auch einen Mann sitzen, ein Löwe, der einfach auf der Bar liegt und zu schlafen scheint. Und der Mann geht sofort zu einem der Barkeeper, beziehungsweise der läuft sofort zu ihm rüber und guckt euch einmal an. Was darf ich Ihnen da anbieten, meine Damen und Herren? Ich hätte gerne einen Ocean Mist, bitte. Einen Ocean Mist. Haben Sie ein bisschen Speiseöl? Speiseöl ist gar kein Problem. Und Gin Tonic, bitte. Gin Tonic? Und für Sie? Ich hätte gerne was mit viel Obst und Schirmchen. Obst und Schirmchen, das ist natürlich gar kein Problem. Und er, ja, schnippst zweimal und die Barkeeper machen sich sofort daran, eure Bestellung aufzunehmen und euch die dann an die Bar zu stellen. Ihr kriegt auch so ein bisschen Platz am Ende der Bar, damit ihr ein bisschen ungestört von den anderen seid. Der Mann zieht noch einmal an seiner großen Zigarre. Der Rauch riecht leicht minzig,
der herauspustet. Und wenn ihr ihn Eidmar abbildet, habt ihr so ein bisschen das Gefühl von Rebellion und von Aufstand in eurem Kopf. Und er blickt euch noch einmal an. Meine Damen und Herren, wissen Sie, diesem Club wurde ein Orakelspruch gewidmet, der, ich fürchte, heute eintreten wird. Und ihr seid hier, um dies zu verhindern. Okay. Sind wir das? Die Stochatisten haben es errechnet, dass sie die richtigen Personen sind für das Ganze. Und ihr erinnert euch, vor ein paar Tagen kam tatsächlich ein seltsamer Anruf auf Roche, hinter dem mehrere Stimmen zu hören waren, die euch eine Frage gestellt haben, und zwar die Frage: Sind sie abenteuerlustig? Ihr habt diese Frage damals mit Ja beantwortet, danach wurde sofort wieder aufgelegt. Und vielleicht war es das? Ja, eigentlich habe ich noch auf Hallo, ist da der Kunstclub mit Ja geantwortet, aber das hatte sich halt verzögert. Also. Ja. Die haben die Frage halt so schnell gestellt, dass wir gar nicht auf alles so ordentlich reagieren konnten. Ja, so sind diese Staratisten nun mal. Nichtsdestotrotz sind sie ja jetzt hier und nun ja, sehen Sie den... Naja, sehen Sie die Tanzfläche da unten. Das Orakel hat besagt, dass sollte jemals auf der Tanzfläche des Apokalypso niemand mehr tanzen, wird die Welt untergehen. Und hat das auf heute datiert. Und ich bin bereit, mit allen Mitteln dies zu verhindern. Natürlich ohne Störungen am Ablauf des Abends zu haben, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wir wollen ja die Leute nicht beunruhigen. Aber dann ist die Lösung doch einfach. Es muss einfach nur immer jemand tanzen. Dies ist wahr, aber das bedeutet, es muss auch immer Musik laufen. Und manche dieser Leute, die hier Musik machen, sind manchmal ein bisschen faul. Aber bis jetzt hat seit Gründung dieses Lokals immer jemand getanzt. Und das wird auch so bleiben. Sie sind hier, um dafür zu sorgen. Wie können wir dafür sorgen? Ja, lassen Sie sich was einfallen. Ich meine, dafür sind Sie doch hier, oder? Was kriegen wir überhaupt als Bezahlung? Ich meine, uns geht ein ganzer Arbeitstag verloren. Ich kaufe Ihnen etwas ab und stelle es hier aus. Ich meine, das hier ist immerhin der beste Club aller Zeiten. Okay. Ich meine, Anton hat vor kurzem mein neues Werk angefangen, das ich, glaube ich, wirklich sehr gut da hinten machen würde. Ja, ja, du hast recht, du hast recht. Es würde sehr gut hier drin aussehen. Gut, dann sind wir ja wohl im Geschäft. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, wie gesagt, dass heute Abend nichts Größeres passieren wird, aber sorgen Sie dafür, dass immer jemand tanzt. Okay. Ich werde mich in mein Büro zurückziehen, wenn Sie etwas brauchen. Da hinten ist eine Treppe, die in den Roben führt, und dort werden Sie mich finden. Ansonsten sind natürlich Kosten für Essen und Getränke gehen heute Abend auf mich. Er gibt euch einen azurblauen Chip. So ein Holzchip. Damit können Sie überall was essen und trinken. Hier auf der gesamten Freitagsstraße. Oh, großzügig. Naja, wenn heute die Welt untergeht, dann können wir es heraushauen, würde ich sagen, oder? Aber die Welt wird natürlich nicht untergehen, weil immer jemand tanzen wird. Korrekt. Ich hoffe nur, dass diese ganze Orakel-Ding nicht nur ein PR-Gag meines Vorgängers war, aber er war nicht der Typ dafür, deswegen denke ich nicht, dass das der Fall ist. Oh. Darf ich fragen, Entschuldigung, mit Verlaub, aber wie wurde denn dieser Orakelspruch zugestellt? Es lässt sich leider nicht mehr ganz rekonstruieren. Mir wurde gesagt, dass es so eine Art Fluch war von einem angepissten Gast, dem die Musik nicht gefallen hat. Mhm. Sowas in der Art. Ich verstehe. Kann man denn mit dem Vorbesitzer noch reden? Nein, der ist von uns gegangen. Ja, also ist er nicht mehr erreichbar? Ich denke nicht, nein. Vielleicht können wir ihn anrufen. Wir checken das mal mit der Auskunft ab. Das können Sie natürlich. Aber danke, wissen. Danke. Wie hieß diese Person denn? Vinzenz. Vinzenz. Okay.
das checken wir doch gleich mal. Gut, dann, ja, viel Erfolg und wenig Weltuntergang. Prost. Dann chin, chin. Prost. Er holt einen Whisky, gibt den hoch und gibt den ja mal runter. Ich werde mich da zurückziehen, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben. Jetzt wissen Sie, wo Sie mich finden. Meine Damen, meine Herren, gutes Gelingen. Danke, Jakob. Und er geht eine Treppe hinauf. Verschwindet. Ja. Sollen wir mal anrufen oder sollen wir? Ich wollte nur sagen, ich kann auch ohne Musik tanzen. Wenn das. Ja, also als Notfallplan. Also ich kann nicht tanzen. Ich habe einfach zu viele Beine dafür. Aber also ich finde Charleston schon echt hip. Also ich würde mitmachen, notfalls. Aber wirklich nur notfalls. Ihr seht auf der Tanzfläche, wie Leute durch die Gegend geworfen werden, hochgestemmt werden. Unter anderen Leuten dann durchrutschen. Ich glaube, ich sollte mich dieser Tanzfläche nicht nähren. Da gibt es zu viele Füße. Ja. Aber jetzt passt mal auf. Passt mal auf. Ich habe eine Vision. Eine Vision. Sollten die Leute aufhören zu tanzen, müssen wir sie dazu bringen, nicht aufzuhören. Und wir bringen alle dazu, ein Kunstwerk mit uns zu erschaffen. Stellt euch vor, der ganze Boden ist eine riesige Leinwand. Und überall Fußabdrücke von tanzenden Leuten. Das ist fantastisch. Ein unglaubliches gesellschaftliches ein Zusammenkommen von vielen verschiedenen Leuten aus vielen verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und alle zusammen tanzen. Das ist schon sehr revolutionär. Sowas wie ein Happening. Oh. So nennen wir das Kunstwerk. Happening. Okay, dann brauchen wir eigentlich nur Farbe. Habe ich. Ah, wobei meine Töpfchen vielleicht ein bisschen zu klein sind für alle. Die sind tatsächlich für deine Füße gemacht, ja. Ja. Bisher. Also für meine Füße habe ich Farbe. Okay. Das könnte ja, wir könnten es natürlich auch so drehen, dass das Teil des Happenings ist, und zwar die Leute müssen tanzen und du musst zwischen ihnen durchrollen und das ist die Kunst. Ja. Oder wir sagen einfach, die Kunst ist, der Tanz ist Teil der Kunst und quasi sein Innerstes zum Ausdruck bringen, macht diese Kunst natürlich auch sehr flüchtig. Und das Einzige, was später davon bleibt, sind deine Spuren zwischen den Beinen der Tanzenden. Und wenn ich viel Farbe auf dem Boden verteile, verteilen sie mit ihren Füßen die Farbe auch noch weiter. Dann rutschen bestimmt auch Leute aus. Oh, das gehört zum Leben dazu. Und gegen Thorsten. Und gegen Thorsten. Apropos. Also ist der Plan jetzt doch, dass ich auf die Tanzfläche gehe? Und notfalls. Apropos Thorsten, in dem Moment wirst du tatsächlich angerempelt, Thorsten, von einer Gestalt in einem langen Umhang und einer Maske im Gesicht, die so ein bisschen eine theatralisch traurige Theatermaske darstellt. Und tritt so gegen dich, du hörst ein mein Zeh. Das tut mir unglaublich leid. Pass doch auf, wo du rumstehst. Und dann seht ihr, wie die... Ich entschuldige mich. Dann seht ihr, wie die Person weitergeht an euch vorbei und an der Bar vorbei und Richtung der Bühne geht. Beobachte das mal ganz auf? Genau. Ja, ich wollte gerade fragen, hast du gerade einem der Künstler hier den Zeh gebrochen? Ich hoffe nicht. Und wie wir das, wir können einfach sagen, zieh eine von den Karten, die einen komischen Extra-Effekt macht, wenn wir finden, dass die Szene davon auch profitieren könnte. Ich glaube, das hätte ich jetzt gern. Okay. Gucken wir mal, was bei rauskommt bei dieser Zufallskarte. Oh nein. Was habe ich denn da in der Tasche? Dein Charakter findet etwas Nützliches in seiner eigenen Tasche, was es sein mag. Und das müssen wir interpretieren jetzt wieder, oder? Das ist für Mairi, genau. Was hast du in deiner Tasche? Oh. Was findest du in deiner Tasche? Eine kleine Spieluhr. Ding, 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 ding. Ihr seht, wie die Gestalt mit der Maske auf die Bühne springt und den Klarinettenspieler um seine Klarinette bringt und die versucht, über ihrem Knie zu zerbrechen. Und die Musiker sind plötzlich wirklich schockstarr und die Musik hört wirklich komplett auf, sofort. Oh mein Gott, das ging schnell! Notfall! Notfall! Ich Notfall! Du kannst um mich herumtanzen. Kannst du die drehen? Ich reiche die dem Hummer. Ja, ich nehme die Schere und versuche weiter Musik zu machen. Wir können ja mal gucken, ob das klappt. Ich würde sagen, das ist eine Aktion von Mairi. Mairi, wer soll denn die Karte interpretieren, die ich jetzt ziehe?
Ich will, dass Hasel die Karte interpretiert. Oh Gott, ich bin so scheiße. Dir gelingt das, was du tun wolltest, aber etwas anderes, das damit nicht direkt etwas zu tun hat, geht schief. Entweder für dich oder für jemanden, der dir etwas bedeutet. Okay, Moment. Okay. Madeleine schafft es, zu tanzen. Bei diesem Tanz allerdings und das ganze Chaos, was gerade entstanden ist, ist die Person, die gerade das Obst für Anton schneidet, so schockiert, dass sie das Messer aus der Hand fliegt und in meinen Rahmen kracht. Dabei reißt es mir ein ganzes Stück Holz raus. Ihr seht, wie Madeleine sich auf der Tanzfläche bewegt. Die ganzen Tanzenden auf der Tanzfläche sind sehr verwirrt. Ein paar gehen von der Tanzfläche runter, aber so ein paar lassen sich tatsächlich von dir anstecken und schunkeln noch so ein bisschen mit zu der Musik aus der Spieluhr. Während auf der Bühne die Musiker versuchen, das Chaos aufzulösen, fliegt plötzlich ein Messer durch den gesamten Saal und trifft Thorsten im Rahmen. Thorsten! Ah, ich muss weiter tanzen. Das ist sehr schmerzhaft. Anton, sieh da! Oh nein! Anton! Ich würde Anton versuchen, durch den Club zu rollen und auf die Bühne zu rollen. Super, das zu dem Typen, der die Kleine gestohlen hat. Auf die Bühne. Was hast du auf der Bühne vor, was zu machen? Ich würde ihm gerne ein Bein stellen, damit ihm die Klarinette aus der Hand fällt. Auch das. Roll ihn um. Auch das können wir einmal über eine Karte lösen. Wer soll das interpretieren? Ivy. Dann haben wir, ja, dir gelingt das, was du tun wolltest, aber es hat ganz unerwartete Konsequenzen. Okay, also, du machst das halt so, wie man das als Armadillo so machst. Du rollst dich so in einen kleinen Ball zusammen und rollst den Leuten zwischen die Beine. Der Typ mit der Theatermaske, der sich noch immer die Zähne an dieser Klarinette ausbeißt, wird einfach umgekegelt und hinter den Musizierenden ist so ein Vorhang. Dahinter ist quasi so der nächste Act. Was du nicht beabsichtigt hast, ist, dass du diesen armen Klarinettenmaskentragenden direkt so in den Hebel reinrollerst, der diesen Vorhang nach oben schnellen lässt. Und ja, da sieht man jetzt plötzlich ganz viele Spots an, eine riesengroße Torte mit so ganz vielen kleinen Wunderkerzen drauf. Und diese Torte, die ist wirklich so, keine Ahnung, so hoch und so breit wie Anton. Und das ist jetzt die Situation. Da steht diese Torte. Auf der Torte sind oben so mehrere kleine Kerzen angebracht, auf denen steht herzlichen Glückwunsch, Annette. Und direkt daneben steht noch so ein Typ mit so einem Feuerzeug, der euch so anguckt. Und auf der Tanzfläche seht ihr eine Frau, die sich jetzt umdreht. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Und heulend zusammenbricht. Und dann geht der Vorhang wieder runter. Diese kurze Ablenkung hat aber der Typ mit der Maske genutzt, um sich hinter der Bühne, hinter die Bühne zu flüchten. Und ist plötzlich weg. Oh nein. Und der Klarinettenspieler, der Klarinettenspieler nimmt seine Klarinette wieder auf und beginnt weiter zu spielen, aber ihr merkt, die Klarinette, die klingt nicht mehr so richtig. Die klingt nicht mehr richtig. Okay. Und die Leute tanzen wieder ein bisschen weiter. Okay. Puh, gut gemacht, Anton. Ja. Das hätte schiefer laufen können. Alles okay, Thorsten? Oh ja, mein Gott, Thorsten! Also, könnt ihr bitte das Holzstück aufheben? Vielleicht kann man bestimmt noch reparieren. Es ist eine hässliche Splitterwunde, aber mit ein bisschen Kleber soll es wieder gehen. Wir haben jetzt leider kein Holz. Ein bisschen Holzleim. Ja, vielleicht. Ich habe keinen dabei. Kann ich aufhören zu tanzen? Ja, du bist nicht mehr die letzte Person. Um dich herum tanzen andere Leute. Ja. Wie möchtest du aufhören zu tanzen? Das ist doch die eigentliche Frage. Ich bin eigentlich gar nicht in der Stimmung zum Tanzen. Thorsten ist beschädigt und der ist immer noch unterwegs und die Klarinette klingt furchtbar, wenn wir ehrlich sind. Aber Thorsten, pass auf. Ich habe gehört, dass Türen auf Narben stehen. Und was ist cooler als so eine riesige Narbe im Rahmen?
Sagt man auch, willst du sie haben, brauchst du Narben? So ungefähr. Okay. Du kannst ja eine spannende Geschichte erzählen, Axtmörder oder irgendwie sowas. Also. Oh, das ist eine gute Geschichte, das hört man mir bestimmt zu. Und dann bin ich interessanter. Du hast jemanden aufgehalten, der durch dich durch wollte. Ja. Oh, ja. Und er wollte ein Waisenhaus anzünden. Und du hast viele, viele kleine Waisenkinder gerettet, weil du den Typen mit der Fackel aufgehalten hast. Der auch in der anderen Hand noch eine Axt in der Hand hatte. Das ist eine sehr gute Geschichte. Jetzt müssen wir dir nur noch ein paar Brandspuren irgendwo hinpacken. Ich sag's ungern, aber wir müssen die Welt retten, glaube ich, erstmal. Also nicht die Welt, aber doch, ja, eigentlich die Welt, ne? Wenn das Apokalypto untergeht, dann geht die Welt unter. Also, die Leute tanzen jetzt hier ja gerade und der Typ mit der Maske, der ist hinter die Bühne abgehauen. Vielleicht sollten wir gucken, was er da macht, bevor er den Kuchen isst. Okay. Ja, gut. Ich heb Jorge wieder hoch und trage ihn hinter die Bühne. Danke, Liebes. Immer doch, mein Lieber. Blickt hinter die Bühne und hinter der Bühne ist so eine Art Aufenthaltsraum für die KünstlerInnen, die sich dort frisch machen. Ihr seht dort Pantomimen, die sich schminken und jetzt aber teilweise ihr Make-up leicht verrutscht sind. Ihr seht Jongleure, die dort herumjonglieren. Ihr seht den Mann mit der riesigen Torte, der immer noch dasteht, euch anguckt. Ey, das ist voll uncool. Entschuldigung, es tut uns wirklich leid, es war keine Absicht, aber ich glaube, der Mann mit der Maske war daran primär schuld und den suchen wir. Wo ist der denn hin, bitte? Ich glaube, er ist da lang und er zeigt auf eine Tür, eine Stahltür. Oh, Anton, Thorsten, kommt ihr? Ja, ich glaube, Thorsten. Wir brauchen hier einen Türexperten. Was hältst du von Stahl, Thorsten? Oh, finde ich beeindruckend. Ich verstehe. Du bist doch hier unser Türexperte. Ja, ich versuch's doch mal. Ich weiß nicht, ob man mich als Türexperten bezeichnen kann, wie du siehst. Habe ich keine. Ja, aber du weißt, keiner von uns weiß so viel über Türen wie du. Okay, ich gehe mal hin. Und denke in eine coole neue Geschichte. Ja, du gehst zu der Tür und du hörst eine Stimme. Kommst du nicht durch? Hallo, wie ist denn dein Name? Das geht dich nichts an. Ich bin hier für die Sicherheit verantwortlich. Hier kommt niemand durch. Außer die Person, die vor euch hier durchgekommen ist. Ist es eine männliche Tür? Es ist eine männliche, metallische Tür. Ich erzähle die Axt-Story. Also, ich habe mal Waisenkinder gerettet. Dabei ist mir eine Axt in den Rahmen gekracht. Dabei ist diese Wunde entstanden und ich drehe mich so ein bisschen und sehe diese Wunde. Wer soll denn diese Karte interpretieren, die Basilus? Jeder war schon mal, ne? Ich bin auch ein Spieler, just way. Gut, ich interpretiere. Warte, du kannst auch? Ich kann auch, ich bin ganz normal Spieler. Dann nehme ich dich. Nee, wir machen es ruhig, Mairi, ist okay. Ich will nicht dafür verantwortlich sein. Der Konflikt eskaliert. Auf irgendeine Weise verschärft sich der Konflikt, wird das Problem komplizierter oder der Einsatz erhöht. Willst du etwa meinen Job wegnehmen, weil du denkst, du bist der bessere Typ, der hier andere Leute aufhalten kann? Ha? Du hättest den nicht durchgelassen, der hier gerade durchgekommen ist, selbst wenn er eine Axt gehabt hätte? Das willst du mir erzählen? Du siehst, wie sich die Tür vom Türrahmen löst, dich selbst so raushebt und aggressiv auf dich zuläuft. Super! Weiter so! Hä? Jetzt bist du nicht mehr so groß, hä? Und dann kippt sie einfach nach vorne. Moment! Ich bin verwirrt. Ich höre es jetzt umgekehrt. Oh nein! Meine Angeln! Meine Angeln! Hilfe! Einbrecher! Einbrecher! Hilfe! Hier sind Einbrecher! Entschuldigung, ich gehe einfach über die liegende Tür hinweg. Du siehst da hinten, dass es anscheinend eine Tür ist nach draußen, die in eine Seitengasse des Clubs führt. Da, wo die Abfälle gelagert werden. Und dann von da aus geht das Ganze wieder auf die Freitagsstraße. Dann schaue ich mich um und habe den Hummer im Anschlag. Aha. Du hast den Hummer im Anschlag, du siehst erstmal nichts weiter. Vorne sind halt die Leute, die dem Freitag nachgehen und ansonsten siehst du hier niemanden.
Und die Tür liegt nur noch am Boden und ruft immer noch laut: Jetzt hilf mir doch jemand! Hilfe! Hilfe! Ich lasse mich seitlich auf die Tür fallen und rutsch dann durch die Tür durch, weil ich nicht, ich glaube, ich passe so nicht durch als Rahmen. Du quetschst dich durch die Tür durch und stehst auch im Freien. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn auch nicht. Hat er irgendwelche Spuren hinterlassen? Anton, du bist tiefer am Boden. Siehst du was? Ich sehe so schlecht. Rieche ich irgendwas? Das können wir mal rausfinden. Wer soll denn diese Karte interpretieren? Du darfst interpretieren. Ich darf? Okay. Mhm. Nein, aber das, was du vorhast, gelingt dir nicht. Aber die Konsequenzen sind nicht katastrophal. Ja, also du, es ist einfach sehr schwierig, hier eine genaue Fährte aufzunehmen, weil du halt sehr, sehr viel verschiedene Gerüche in der Nase hast. Zwischen Alkohol und Obstresten, die... Obstreste? Obstreste! Und links neben dir ist tatsächlich eine große Mülltonne, aus der so Ananasschalen und alles mögliche rausragen. Ich gehe zu den Obstresten. Ja, ihr seht Anton, wie er sich durch den Müll wühlt. Ist der da lang gekommen? Versteckt er sich da? Oh nein. Und ihr seht nur, wie Anton so anfängt mit dem Kopf rein. Und dann seht ihr nur noch die Hinterfüße und das Schwänzchen so in der Mülltonne rausgucken. Ich glaube, wir würden uns sagen, er versteckt sich in der Mülltonne. Hummer voraus, langsam näher an die Mülltonne und dann trete ich sie um. Ja, Anton, du wirst umgetreten. Und ihr seht, wie Anton so eine Ananasschale in der einen Pfote, so ein paar klebrige Orangenreste in der anderen Foto und so ein Würmchen in seinem Maul gerade verschwindet. Hier ist er nicht. Entschuldigung, das tut mir sehr leid. Ich glaube, ich habe die Situation falsch interpretiert. Von drin hört ihr noch, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Oh, jetzt haben wir kein Auge mehr darauf, was im Club passiert. Und hier ist der Typ einfach entkommen. Ja, wir sollten wieder reingehen. Wir müssen wieder durch den Vordereingang rein. Ja. Vielleicht weiß die Tür ja was. Wollen wir da nochmal nachfragen? Also ich meine, wenn wir ihr wieder aufhelfen, komm schon. Wir können das ja auch nicht so lassen. Also ich meine... Ich hoffe, es ist eine Stahltür. Ja. Meine Hände sind gerade ein bisschen klebrig. Entschuldigung. welche Pronomen benutzen Sie denn? Er, ihm. Ah, okay. Also, sie... Gut, Herr Tür, dann können wir denn, also ich meine, es tut uns natürlich leid, was passiert ist und da so weiter. Ist Tore. Und Tore, Tür, ja, gut, Tore, hör zu. Wir helfen dir wieder auf, wir tun einfach so, als wäre nichts gewesen, aber du musst uns dann ein bisschen entgegenkommen und uns sagen, warum du den Typ durchgelassen hast und uns nicht. Kennt ich habe ihn nicht durchgelassen, er hat mich einfach aufgewacht. Oh nein. Oh, Tore, das tut mir voll leid, dass dir das passiert ist. Ich fange an, Tore so an einer Ecke ein bisschen hochzuheben. Das ist sehr schwer. Mit meinen klebrigen Händen. Oh, ich schaff das nicht alleine. Moment. Hier, ich. Ja. Ich halte dich mal kurz an Thorsten fest. Ich hänge den Hummer an den Türrahmen. Und dann versuche ich, die Tür hochzustemmen. Ihr stemmt die Tür so ein bisschen hoch, so dass sie zumindest gerade steht. Dankeschön. Sie hat übrigens keine Gesichtszüge, sondern es kommt so aus den Scharnieren, kommt so leicht, welche Tränenflüssigkeit. Übrigens bin ich mir sicher, dass Thorsten das gar nicht böse meinte und eigentlich nur zeigen wollte, dass ihr eine Gemeinsamkeit habt, weil natürlich. Ihr beide sehr alle auf Türen denkt sie mir besser als ich, nur weil sie aus Holz sind. Aber er ist doch gar keine Tür, er ist ein Türrahmen. Das ja, mit Rahmen habe ich abgeschlossen. Aber ich bin jetzt eine freie Tür. Türrahmen hast. Denkt ihr denn wirklich, wisst ihr denn, was ich ständig von diesem Türrahmen ertragen musste? Was denn? Der hat gesagt, ich bin schuld, dass der Typ einfach durchgegangen ist. Der hat gesagt, ich wäre nicht richtig abgeschlossen gewesen. Aber ein das Schloss ist doch rein. In Tür und Türrahmen. Da kann ja nicht nur die Tür. Ja, erklärt das bei ihm. Also Thorsten sieht das ganz anders. Und Thorsten setzt sich auch sehr viel Sicherheit an und würde mit dir zusammen bestimmt viel besser zusammenarbeiten. Aber ich Holz, sehr Holz und Stahl. Und geh rüber zu dem Rahmen. Das ist eine ganz besondere Mischung. Entschuldigung, lieber Türrahmen. Also ich möchte dir gerne klar machen, es kann nicht nur an der Tür gelegen haben, dass jemand hier durchgekommen ist. Was soll das denn bedeuten? Ich meine, gucken Sie ihn sich doch an. Jetzt liegt er da am Boden, kann sich selbst nicht aufhelfen. Nee. Ja, aber nur, aber ist nicht auch, der Türrahmen seine Angeln nicht genügend halt an euch hat. Ach, jetzt sind meine Angeln plötzlich schuld. So eine, ja.
Und also außerdem ist das Schloss nicht auch das, also muss das nicht im Türrahmen fest sein? Sonst kann die Tür noch so viel machen. Wenn der Türrahmen nicht festhält. Ich will nichts sagen, aber Sie haben mir einen Gefallen getan. Er und ich haben uns schon lange auseinandergelebt. Also jetzt, wollen Sie lieber im Türrahmen eine neue Tür sein und hier jeden durchlassen, der hier kommen will? Ja, das wäre nicht mein Problem. Ich befürchte, dann würden Sie ersetzt werden. Tore? Wenn eine Tür kommt, die nicht hier reinpasst, dann wird auch der Rahmen ersetzt. Aber Tore, was hältst du denn eigentlich von Thorsten so formmäßig, nur vorübergehend vielleicht? Meine Mutter hat immer steht gesagt, einfach da und sagt nichts. Meine Mutter hat immer gesagt, Holz und Stahl, das geht nicht. Das ist, aber das ist zum ja Brechen ganz andere Zeiten. Früher hat man auch gesagt, man trägt Gold und Silber nicht dazu zusammen. Jetzt mischt man alles zusammen, weil die Vielfalt einfach auch etwas ist. Und verschiedene Töne zusammen, das hat schon was. Ihr stellt Tore so ein bisschen vor Thorsten und ihr seht, das passt nicht. Er ist leider ein bisschen zu klein, also Thorsten, Tore. Oh nein! Ich passe da doch nicht mal rein! Also Thorsten ist sehr enttäuscht. Wir finden für alles eine Lösung. Aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal den Weltuntergang verhindern. Ihr wollt mich also nicht einfach stehen oder liegen lassen? Nein, pass auf, wir versuchen wir kommen dich wieder. Wir versuchen dich hier anzulehnen, einfach neben dem Rahmen. Ihr könnt ja nochmal drüber reden. Ja, einfach mit ein bisschen Abstand. Und, wir lassen uns jetzt ein bisschen Zeit, denken alle über die Situation nach. Und wenn die Gemüter runtergekühlt sind, finden wir eine Lösung. Genau. Na gut. Ja? Und ansonsten wird was nicht passend gemacht. Zur Not müssen wir hier und da ein bisschen was absägen, das passt schon. Oh nein, bitte nicht, der Schleifer. Aber ich möchte alles, nicht so nicht ich geht. Möchte absägen. Nein, ich dachte nur daran, vielleicht andere Angeln an dir anzubringen. Ha. Tore guckt nochmal zu Thorsten rüber. Aber hey, coole Story. Coole Story, wollte ich nur nochmal sagen. Tut mir echt leid, ich habe echt überreagiert. Du bist auch sehr mutig. Danke. Weil die von dem Rahmen. Und dann hört ihr plötzlich Schreie aus dem Tanzsaal. Oh nein! Ich renne rein. Ihr rennt wieder zurück auf die Bühne und auf der Bühne, euch den Rücken zugewandt, steht ein Mann, ein ziemlich alter Mann, der so einen Ziegenkopf hat mit einer Brille. In einem langen Rauschebart. Er hält erhoben ein Schriftstück. Und ihr seht, die Tanzenden hören langsam auf zu tanzen und zu gucken, was der Mann zu sagen hat. Und der Mann ruft nur: Dies ist eine Razzia! Dies ist eine Razzia! Aber Sie müssen Ihr Vorhaben hier in einen interpretativen Tanz vortragen. Also, zum Beispiel: Dies ist eine Razzia! Er guckt dich sehr verwirrt an. Währenddessen hören immer mehr Leute auf zu tanzen. Nein, tanzt eure Antwort. Ich würde, Hier findet gerade ein Kunst-Happening statt. Es ist sehr wichtig, dass die Leute sich tänzerisch ausdrücken. Und das muss auch während der Razzia weitergehen, sagt das Telefon und strahlt. Das Telefon muss das aber tanzen. Ja, natürlich tut es das. Ja. Also es wackelt links mit den Beinen, es wackelt rechts mit den Beinen und das Ganze völlig asynchron und gleichzeitig klappert der aufgeregt mit den Scheren und ja, dieser Kabelwurffortsatz, der hinten raushängt, der dreht sich völlig verrückt links und rechts. Dies ist ein Kunst-Happening. Wer es soll ist denn Thorsten Hübschow von rechts nach links. Ivi, wer soll denn gucken, ob du, aber die nächste Karte interpretieren und gucken, ob das klappt, was du vorhast, die Leute zum Tanzen zu animieren. Mairi. Du erkennst, dass du jemals Hilfe brauchst, um bei dem, was du tun willst, Erfolg hast. So. Ja, so da unten am Boden nimmt man dich ja auch schlecht wahr. Du brauchst irgendjemanden, vielleicht von den MusikerInnen, die da oben sind, die dir dabei helfen und dich vielleicht oben so auf die Zimbel von Drumkit oder sowas draufsetzen. Yeah, ich könnte steppen da oben. Jemand stellt dich, also der Drummer kommt zu dir und stellt dich auf die Top-Hat von dem Schlagzeug. Und du legst einen ganz guten Beat hin. Hat Horror auch so ein Ziffernblatt, das man so dreht? Könnte man damit nicht rhythmische Geräusche auch machen?
Na, du kannst doch einfach wahllos Leute anrufen. Mach so Beatbox, Beatbox-Hummer. Ja. Ihr hört den Beatbox-Beat von Jorge, der auf der Top-Hat tanzt, und alle anderen Leute wippen zumindest so im Takt mit. Das gilt als Tanzen. Das gilt als Tanzen, und der Mann mit dem Ziegenbart guckt euch an. Was soll das denn jetzt heißen? Ich kann doch gar nicht tanzen. Dann müssen Sie wohl die Razzia später durchführen. Aber nein, das geht nicht. Dann müssen Sie wohl. Es geht hier um Leben und Tod. Die Razzia später durchführen. Warum? Und wessen Leben und Tod? Ja. Es geht hier übrigens um das Schicksal der Welt, dass wir weiter tanzen. Ich will das nur mal anmerken. Er drückt dir diesen Untersuchungsbefehl ins Gesicht, auf dem steht: Untersuchungsbefehl der Traumrichter. Zu untersuchen ist der Club Apokalypto, durchgeführt vom Traumrichter Cerberus auf der Suche nach Illyrio. Oh, wer ist denn Illyrio? Wir haben gehört, hier treibt sich ein Träumling herum, der hier Unfug anstellt. Und was wir sind dafür da, dass das Licht sich ausbreitet in der Stadt. Was soll denn da? Also, dann will das komplette Chaos ausbrechen. Ich verstehe sie nicht, weil sie nicht tanzen. Dann würde ja das komplette Chaos ausbrechen. Ah, was ist ein Träumling? Ein manifestierter Traum aus dem Viertel Talabühl, die nichts tun als Unfug. Wie sehen die aus? Sie tragen meistens eine Sonnenbrille. Ansonsten können die komplett unterschiedlich aussehen. Sie erkennen sie daran, dass sie keine Augen haben. Deswegen tragen sie eine Sonnenbrille. Oder vielleicht eine Maske? Nein, nein, Sonnenbrillen. Wir haben ja schon. Where my sunglasses are. Wir haben ja schon jemanden auf Ausschau. Anton wollte ja nach Sonnenbrillen. Es gibt in diesem Club dutzende Leute mit Sonnenbrillen. Das ist gerade. Wow. Wir können so animationsmäßig, können wir irgendwie sagen, so, ja, und jetzt machen wir den Pfefferstreuer und jetzt heben wir unsere Brille in die Luft, und derjenige, der es nicht macht, muss dieser Traumtyp sein. Wäre das eine Idee? Das klingt sehr logisch. Wir schwufen so von einer Seite auf die andere, und ich bräuchte halt jemanden, der rumschreit. Ich kann das nicht so gut. Du bist doch aber der charismatische hier. Okay, na gut, ich mach's. Ich rutsche so ein bisschen näher ans Mikro ran und trete immer noch rhythmisch auf diese auf diesem Schlagzeug umher. Und dann sage ich, Ladies, Gentlemen und alle, die sich weder als das eine noch das andere identifizieren, wir machen jetzt gemeinsam ein kleines bisschen Action. Seid ihr dabei? Yeah. Yeah. So, als erstes machen wir, ich hebe so die Scheren, die Schnittlauchschere. Yeah. Und dann als nächstes machen wir die Sushi-Rolle. Yeah! Ein paar Leute gehen, kommen zu dir rüber und sagen, was ist Sushi? Etwas zu essen. Okay. Können wir was anderes machen? Bitte, Roche, können wir was anderes machen vielleicht? Und dann als nächstes machen wir die... wir gucken in die Sonne! Ich nehme so eine virtuelle... Sonne. Sonnenbrille weg. Ja, aber auch keine Sushi, Leute. Das ist eine Tanzbewegung. Außerdem denken Sie nicht so viel darüber nach, was Sie hier tun. Das ist Kunst. Wir können auch mal gucken, was die Karten dazu sagen. Wer soll das interpretieren, liebe Ivy? Die Haselnuss. Dir gelingt das, was du tun wolltest, aber es hat ganz unerwartete Konsequenzen. Alle nehmen ihre Sonnenbrillen ab und aber alle lassen sie gleichzeitig fallen, und es ist unglaublich laut, weil alle Sonnenbrillen einfach zerspringen in einzelne Scherben. Ihr hört durch den gesamten Saal ein meine Brille. Oh, und alle bücken sich nach unten und hören ein bisschen auf zu tanzen. Oh nein. Und ich tanze, sie alle mit den Köpfen aneinander. Und Scherben ausweichen. Vorsicht. Oh ja. Und alle weichen so den Scherben. Die gesamte Tanzfläche ist voll mit getönten gläsernen Scherben. Ja, aber hat irgendjemand jetzt keine Augen?
Tatsächlich siehst du hier niemanden mehr, der eine Sonnenbrille auf hat und keine Augen hat. Aber an der Bar steht da eine Person, die einzige im ganzen Laden, die ihre Sonnenbrille nicht abgenommen hat. Eine kleine Gestalt, die auf einem Barhocker sitzt. Dann tanze ich mal auf die zu. Anton, Thorsten, seht mal. Die Leute tanzen jetzt auch wieder und versuchen halt beim Tanzen so den Scherben auszuweichen. Oh Gott. Oh ja. Mhm. Oh. Und währenddessen kommen die ersten Hausmeister, die versuchen das alles aufzukehren von der Seite. Ich folge Madeleine, hüpfend. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für eine Zufallskarte, oder? Ich würde die diesmal forcieren. Gerne. Die Zeit wird um einige Sekunden zurückgespult und das, was passiert ist, ehe diese Karte gezogen worden ist, ist nicht gestehen. Stattdessen tritt jetzt das genaue Gegenteil davon ein. Du darfst beschreiben, was genau umgekehrt geworden ist. Wir spulen kurz zurück. Ihr fliegt kurz mehrere Sekunden nach hinten, tanzt wieder auf der Bühne. Ihr seht Roche wieder auf der Top-Hat stehen und sagen, jetzt blicken wir alle in die Sonne. Und alle Leute holen ihre Sonnenbrillen rauf und setzen sich ihre Sonnenbrillen auf. Alle Leute haben plötzlich Sonnenbrillen auf und gucken nach oben und sagen, oh, zum Glück haben wir Sonnenbrillen. Das haben jetzt alle Leute Sonnenbrille. Das ist... Ich habe keine Sonnenbrille zu Hause. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Das ist nicht so die Jahreszeit oder generell auf dieser Insel Sonne. Ja. Okay. Ja, damit hat Roche nicht gerechnet. Er hat für einen kurzen Moment hören seine vielen kleinen Beine tatsächlich auf hey, was ist der Musik? Was ist mit der Musik? Und dann fängt er panisch wieder an und es ist so völlig, völlig arrhythmisch. Aber das hat so einen ganz, ganz krassen, ich habe keine Ahnung von sowas, aber merkt man vielleicht, aber so Drum and Bass, so wenn so ein Lied skippt, ja, also so quasi so, es hört kurz auf und dann geht es anders weiter und vielleicht animiert das die Leute ja wieder zum Weitertanzen. Tatsächlich, mehrere Leute verlassen die Tanzfläche und jetzt sind nur noch eine Handvoll da, die aber tatsächlich tanzen. Und die Musiker fangen auch wieder an, sehr schnell zu spielen. Passend zu deiner Musik. Kannst du ein bisschen langsamer tanzen, bitte? Oh, natürlich. Oh, okay, danke. Eigentlich ist er ja auch ein sehr gutes Metronom, weil er so zuverlässig ist. Ja, sehr regelmäßig, ja. Ja. Vielleicht ist es aber genau das, was die Leute gerade nicht gesucht haben. Das Zuverlässige, das Gleichmäßige. Vielleicht wollten sie etwas anderes haben. Ja. Und du fühlst dich wieder zurückerinnert, Roche, an deine Jugend. Als kleines Telefon. Als jemand mal zu dir gesagt hat, nee, das möchte ich nicht kaufen. Das klingelt zu gleichmäßig. Ja, die Bewegungen werden immer langsamer und immer gleichförmiger, immer noch gleichförmig. Ja. Oh. Halt ihr das klingt wie ein Hund. Oh nein! Ich habe einen Hund gesehen. Was passiert hier? Wo ist er? Alles und ich räume mich zusammen. Ich glaube, Roche weint einfach. Warum weint Roche denn? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich hätte was Nettes gesagt. Er ist immer so gehässig und zuverlässig. Beides zugleich ist er. Nein, eigentlich ist er überhaupt nicht gehässig. Er ist eigentlich ein sehr, sehr lieber. Sehr fröhlich. Ich aber werde gerne mehr wie Roche. Es ist in Ordnung, Roche. Du kannst, wenn du möchtest, auch gerne mal synkopiert arbeiten. Mhm. Oder einen ungewöhnlichen gewagten Takt, einen 5/8 zum Beispiel. Hm. Ich bräuchte einen kleinen Hut, bitte. Einen kleinen Hut. Ich sehe mich um und versuche irgendwo etwas aufzutreiben, was man als kleinen Hut. Natürlich hat einer der Saxophonspieler einen Fedora. Oh. Der ist natürlich aber viel zu groß für Roche. Wir haben kleine Schirmchen, aus denen wir. Stimmt. Oh ja, ein Schirmchen tut's auch. Sehr gut. Ich nehme eins. Ich klaue jemandem sein Schirmchen aus dem Getränk. Hey! Es ist wichtig, die Welt geht sonst unter. Brech den Stiel ab und leg es dann vorsichtig auf Roches Kopf. Die Person guckt sich an und lässt einfach den Drink so einfach fallen und geht. Ich versuche den zu fangen. Ich habe irgendwie die Vision, dass es ganz schlecht wäre, wenn diese Tanzfläche voll von Scherben wäre. Scherben, ja. Ich weiß nicht woher. Wer soll denn diese nächste Karte interpretieren, liebe Marie? Ivy. Ivy,
Ja. Das, was du tun wolltest, schlägt fehl, aber etwas anderes, was du damit nichts, damit das damit nichts zu tun hat, bringt dir einen Vorteil. Okay. Das war Drinkfangen, richtig? Ja. Mhm. Okay. Ja, also der Drink ist leider schon ein Stück zu weit unten, als du versuchst zuzugreifen. Und fällt tatsächlich runter. Und tatsächlich sind da Scherben. Zum Glück nicht auf der Tanzfläche, sondern am Rande der Tanzfläche. Also muss keiner drauf hin. Allerdings stellst du fest, dein Blick fällt so auf den Gegenüber. Und ja, du hast jetzt so dieses Schirmchen und diese Person keinen Drink mehr. Aber du siehst etwas ganz Fantastisches an dieser Person. Und zwar trägt die so eine Federboa. Und an diesen Federboa-Schnippeln sind eine kleine Glitter-Pailletten dran. Und du weißt, ja, das ist so eine seiner speziellen Vorlieben, dass Jorge Glitzer liebt. Ja, also vielleicht kannst du ihn damit ein bisschen aufbauen. Sie sind wahrscheinlich jetzt schon sehr sauer, dass ich den Drink entweiht habe, aber Entschuldigung, und ich streiche immer sie rum, wickel die Federboa ab. Ich muss das eben über dem Hummer ausschütteln. Okay. Glitzer fällt auf den Hummer herunter. Ja. Nachdem der Hummer beglitzert ist, lege ich die Federboa der Person auch wieder um den Hals. Ja. Und dann, ich suche mal eben nach Schaufel und Besen für die. Nicht, also vorsichtig, vielleicht. Thorsten, kannst du dich drüber stellen, damit niemand da reintanzt? Danke. Ja, klar. Es kommt sofort so ein Hausmeister mit so einem kleinen Gefährt, was eben die Sachen einsaugt. Sitzt sehr unmotiviert da drauf und versucht so durch Thorsten durchzufahren, aber das Gefährt ist so ein bisschen zu breit. Entschuldigung. Entschuldigung, darf ich? Tut mir leid. Ich müsste wirklich. Darf ich kurz? Vielleicht können Sie nach links? Nein, okay, mein links, nicht Ihr links. Ach so. Dankeschön. Und dann fährt er so an dir vorbei. Und sammelt das auf. Die Frau mit der Federboa schlägt die Federboa wieder um den Hals, streift sich damit noch einmal am Gesicht, während sie sich umdreht und geht heraus. Ja. Jorge ist quasi durch diesen Glitzerregen völlig, völlig revitalisiert und stellt sich gerade vor, wie aufregend sein Leben sein könnte, wenn er einmal irgendwas reißen könnte, was nicht langweilig vorhersehbar und so ist, wie alle Leute mit ihm immer rechnen. Und deswegen fängt er dann an, diesmal wieder sehr rhythmisch, aber ein bisschen schneller Takt vorzugeben auf diesem Schlagzeug, sich in diesem Glitzer so ein bisschen zu ahlen, hebt zwei Beinchen und die Scheren hoch, klappert und fängt dann ganz laut an. Stellt euch vor, die Welt würde untergehen. Was würdet ihr heute tun? Ihr würdet tanzen, denn das ist das Apokalypto. Ja, egal. Auf jeden Fall. Hier, komm, Thorsten, auf die Tanzfläche. Mitten in die Tanzfläche. Stell dich schön hin. Ja, mach dich schön breit. Und dann tanzen wir alle. Ihr von der linken Seite, links durch Thorsten durch. Ihr von der rechten Seite, rechts durch Thorsten durch. Und passt auf eure Füße auf. Es wird also nicht einfach. Aber wenn ihr aufhört zu tanzen, wird die Welt untergehen. Also gebt euch gefälligst ein bisschen Mühe. Ja. Es bildet sich so eine Conga-Line, die so durch Thorsten und durchführt. Genau. Und jeder Dritte stößt so gegen Thorsten an und hört so ein din 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 ah! Din 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 ah! Din 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 au! Und ich begleite das dann mit etwas schiefem, aber sehr leidenschaftlichem Operngesang zu einem viel zu schnellen Beat. Der Mann mit dem Ziegenbart guckt sich Anton an. Was ist denn jetzt mit meinem Durchsuchungsbefehl? Stimmt, wir müssen ihnen immer noch helfen, den Träumling zu finden. Ja, ich könnte schwören, dass wir kurz davor waren, jemanden zu finden. Ja. Das würde mir sehr helfen. Weißt du was, wir nehmen einfach allen Leuten hier Stück für Stück kurz die Brillen ab, schauen ihnen in die Augen und dann finden wir das schon. Ja, wir stellen uns ans andere Ende der Kongo und immer wenn Leute genau. Ich stell mich neben Thorsten. Hallo? Okay, ihr nehmt immer nach und nach die Leute ab, aber ihr erinnert euch daran, dass die Person ja an der Bar saß und nicht daran tanzt. Wir erinnern uns dran, dass die Zeit... Ja, ihr habt euch gemerkt, dass die Zeit so gedrückt wird. Ah, sorry. Okay. Das ist natürlich was ganz anderes. Jetzt fällt mir ein, die Person saß doch an der Bar. Ich glaube auch, die saß an der Bar. Ich zieh Thorsten langsam Richtung Bar. Ich muss die ganze Conga-Line mitkommen. Entschuldigung. Ja, die ganze Conga-Line folgt dir jetzt, Thorsten. Ja, an der Bar sitzt diese Gestalt in so einem langen Gewand mit dieser Sonnenbrille auf und schlürft einen Martini. Und neben ihr sitzt direkt auf einem kleinen Stuhl eine Person, die ihr kennt. Ein
gut gekleidetes, mittelmäßig gut riechendes Stinktier, was der Person, ja, Geschichten erzählt. Ja, und dann bin ich zu den Leuten gegangen und habe einfach gesagt, es ist mir egal, was es kostet. Hauptsache, es landet extra in meinem Wohnzimmer. Und ihr erinnert euch, das ist natürlich niemand geringeres als Mario, denn wie viele Mäzen? Natürlich. Hallo Mario. Oh, meine Lieblingskünstler, na, wie geht es Ihnen? Was machst du denn hier? Naja, das ist ein Club für die reichen Leute, deswegen bin natürlich ich auch hier, nicht? Aber was macht ihr denn hier? Wir versuchen, den Weltuntergang zu verhindern. Ah ja, immer diese Kunstprojekte. Naja, Hauptsache ich kann es nachher kaufen, nicht? Was soll es diesmal sein? Ein Bild oder doch lieber etwas Gewagtes? Was Gewagtes? Großes, Gewagtes. Ah ja, die Rechte. Was zuvor uns noch nie jemand gewagt hat. Nicht vergessen, die Filmrechte gehören mir. Natürlich. Mir egal, was sie kosten. Ist meine Kamera dabei? Nein. Wir haben eine Kamera? Nicht? Dann müssen wir es einfach schaffen. Ist das nicht Carlo, die kreative Kamera? Der das Kollektiv verlassen hat, bevor es berühmt wurde? Ja, der hat leider jetzt seine Solo-Karriere angefangen. Der ist sehr berühmt, der wird in allen Magazinen abgedrückt. Ja, ist ganz schlimm. Ihr habt gesagt, ha, Film! Und dann ist er gegangen. Naja, was wollt ihr denn jetzt von mir? Ich bin hier beschäftigt. Wer ist denn euer neuer Freund? Ja, das ist eine ganz bezaubernde Junge. Na du, wo ist sie hin? Oh nö. Und ihr seht, wie die Person in Richtung Tanzfläche läuft und versucht, die Conga-Line von Thorsten auseinanderzubrechen. Und ihr wisst, man darf niemals eine Conga-Line auseinanderbrechen. Wäre ich auf der Tanzfläche geblieben. Und ich packe meine Ärmchen an ihre Beine und versuche, die nächste Conga-Line zu gründen. Wer soll diese, alle weitermachen! Diese Karte interpretieren, liebe Bananepic? Wie bitte? Wer soll denn diese Karte für dich interpretieren? Maike. Das, was du tun wolltest, schlägt fehl und es geht zusätzlich noch was anderes schief. Oh Gott! Du greifst hoch mit deinen Ärmchen und du willst dich an der Träumling-Person festhalten, oder wie war das? Ja. Und sagst, wir feiern, juhu, es geht weiter! Und hängst da dran und vielleicht hast du ein bisschen zu viel Farbe gegessen in letzter Zeit oder zu viel Obst draußen aus dem Mülleimer, aber du ziehst die Person rückwärts, alle stolpern um dich herum, da bildet sich so gar keine Conga-Line. Oh. Und einer von den Füßen von der träumenden Person tritt gegen Thorsten, der mit einem Duff umfällt. Fast alle Personen auf der Tanzfläche bleiben abrupt stehen und stehen um Thorsten herum und halten sich die Köpfe. Oh mein Gott! Und jetzt über Thorsten tanzen, weil das ist Tanz-Thorsten, der Türrahmen. Immer ja, weiter tanzen. Ja, genau, wie Gummitwist. Tack, 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 tack. Leute springen um Thorsten herum und versuchen, einen Tanz darum zu machen. Thorsten fühlt sich nicht gut an. Balanciert ruhig auf mir. Es ist okay. Fühlt alles für die Rettung der Welt. Hey, das macht Spaß, Leute. Aber nicht das Tanzen vergessen. Ja, es werden immer weniger Leute auf der Tanzfläche. Ich deute auf den Träumling und versuche die Aufmerksamkeit von dem Razzia-Menschen auf ihn zu lenken. Da! Aha, habe ich dich! Und der wirft dieses Papier, was ich leicht vergrößert und sich dann um den Träumling wickelt, der einfach umkippt nach vorne und sich dann in Feenstaub auflöst. Ja, also. Wieder einen erwischt. Kann ich gut den Staub aufsammeln? Weitermachen. Kannst du machen, ja. Ich würde versuchen, diesen Staub aufzusammeln. Der Löwe, der in der Theke lag, wacht abrupt auf. Was ist passiert? Ich habe so schön geträumt. Ich habe mit einem Stinktier geredet. Und der Mann, der oben auf der Bühne steht mit dem Untersuchungsbefehl, sagt noch einmal ins Mikrofon: Und was lernen wir daraus, meine Damen und Herren? Träumen ist gefährlich. In diesem Sinne, haben Sie doch einen schönen Abend und wenn etwas ist, rufen Sie die Traumgarde. Dankeschön. Wird ein bisschen geklatscht. Ich,
Ich würde dafür sorgen, dass oder versuchen dafür zu sorgen, dass die Stimmung auf jeden Fall nicht einschläft. Wir haben ja jetzt keine Leinen mehr, da uns die Tür umgefallen ist. Aber ich würde dann passend und inspiriert von dem, was der Mann da gerade gesagt hat, einfach Dream On schmettern und versuchen, die Leute dazu zu bewegen, sich weiter zu bewegen. Also die Leute, die Musiker scheinen von dir auf jeden Fall ein bisschen inspiriert zu sein. Die fangen jetzt auch an. Einer hat einen großen Kontrabass und tupft jetzt da rum, macht so ein bisschen deinen Beat nach. Ein weiterer fängt jetzt daraufhin an, auch mit der Trommel was zu machen. Und es entsteht so ein bisschen was Neues. Du hast auch das Gefühl, dass irgendwie ein bisschen was Seltsames gerade passiert. Du spürst die Kreativität durch euch zusammen durchfließen und merkst, du bist Teil von etwas Großem. Ich sollte dich einfach Musik machen. Ich könnte Musik machen auf die großen Bühnen, der singende Hummer. Ach, wenn ich nicht so verdammt verlässlich wäre und wir am Montag wieder den Laden aufmachen müssten. Freunde, kann mir vielleicht jemand aufhelfen? Und jetzt wir heben den Türrahmen-Tanz. Ja, okay. Yay! Du stehst wieder und dein Blick fällt in Richtung der Bar. Und hinter der Bar siehst du eine Tür. Eine Tür in einer Tür. Anscheinend hat gerade hinter der Bar kurz jemand eine Tür geöffnet und dahinter hast du eine Tür gesehen, die einfach da stand, in einer Art Hinterraum, hinter der Bar. Dann schließt sich die Tür zu diesem Raum wieder und du siehst sie nicht mehr. Wer steht am nächsten an mir dran? Wahrscheinlich Anton, der dir gerade ja hochgeholt. Das stimmt. Anton, ja. Da ist eine Tür, hinter der Tür. Hinter welcher Tür? Die da hinten. Ich habe euch gar nicht zeigen, die da hinten, hinter der Bar. Meinst du die? Und ich zeig auf eine falsche Tür. Nein. Meinst du die? Ich zeig auf eine weitere falsche Tür. Nein. Meinst du die? Ich zeig auf die richtige Tür. Ja, die ist es. Dahinter ist eine Tür. Ja, hinter der Tür ist eine Tür. Hinter der Tür ist eine Tür. Ja. Wie sah sie aus? Wie sah sie aus? Sie war rot. Sie war rot? Eine rote Tür. Hinter der Tür. Ich stehe auf Rot. Aha. Madeleine, kümmere dich um die tanzenden Leute. Ich muss eine Tür besorgen. Oh, ja. Macht alle mir nach. Huh? Und ich mach halt Modelposen. Wir wogen jetzt irgendwie. Ja. Und ich gehe zu der Tür hinter der Tür. Ja, du gehst. Sind die Leute noch um mich rum am Tanzen? Nee, die haben dich jetzt nicht mehr integriert in deinen Tanz. Ihren Tanz. Okay, ich tapse hinterher. Hm. Ihr geht beide Richtung Bar. Eine Barkeeperin, eine Menschenfrau, guckt dich an. Guckt Anton an. So, ja? Guten Tag, wir sind hier für ein Kunstprojekt, das ihr Chef wollte. Und wir haben gesehen, da ist eine wunderschöne rote Tür hinter dieser Tür und diese brauchen wir für unser Kunstprojekt. Denn rote Türen sind der Renner aktuell. Oh, das tut mir leid, aber das ist für Personal, nur fürs Personal. Aber wir sind ja aktuell angestellt, also sind wir theoretisch auch Personal gerade. Naja, das kann ja jeder sagen. Sie können ja mit Ihrem Chef sprechen. Der wird Ihnen bestätigen, dass er uns für heute hier angestellt hat. Um Türen herumzutragen? Und für gute Stimmung zu sorgen. Also schön. Sie öffnet die Tür in diesen Abstellraum. Und ja, da sind so Putzutensilien. Da stehen noch diese Geräte herum, mit denen die Hausmeister herumfahren und Sachen aufwischen. Mehrere Regale. Durch eine kleine Fensterluke fällt ein bisschen Licht herein. Und genau auf diese strahlende rote Tür mit den goldenen Angeln und dem goldenen Knauf. Vielen Dank. Und ich würde mit Thorsten hineingehen. Ich rutsche da wieder durch. Drin ist es still. Es riecht aber ganz gut nach Wachs. Oder ist es vielleicht so Holzpflege? Paste? Es scheint gut gepflegt zu sein. Ja, ja. Im guten Zustand. Ja, ja. Das ist wunderschön. Ja, ja. Und die hört ein leises Schnaufen. Verehrte Tür! Ja? Ist da jemand? Hallo? Hallo? Hallo. Wer bist du? Ich bin Tanja. Hallo Tanja, ich bin Thorsten. Wir fangen beide mit T an. Oh, das ist ja. Du erinnerst mich an meinen letzten Partner.
Der fängt auch mit T an. Oder ist das schlecht? Ich bin mir nicht sicher. Wie seid ihr auseinandergegangen? Ich wurde ausgetauscht. Angeblich sei ich nicht sicher genug. Oh, ich hab's nicht so mit Sicherheit. Oh, wirklich? Dann, also, ich meine, ich kann hier nicht weg, einfach so, aber vielleicht, ich meine, ich kann mich nicht bewegen, das wollte ich sagen. Warum stehst du denn hier? Ich habe keinen Nutzen mehr für die Leute hier. Deswegen wurde ich hier einfach zurückgelassen. Und du darfst hier nicht weg? Nein. Warum es wurde nicht? Gesagt, vielleicht braucht man mich nochmal oder mein Holz für irgendetwas, für irgendein Bastelprojekt. Dein Holz? Was? Ich weiß auch nicht. Aber du willst doch bestimmt nicht hier bleiben. Natürlich nicht. Ich will endlich wieder jung sein, mich jung fühlen. Ich will endlich wieder einen Sinn haben, etwas verschließen, Zugang versperren. Soll ich dir helfen zu entkommen? Das würdest du für mich tun? Das würde ich für jemanden, der so wunderschön ist wie du, tun. Also bitte. Aber es riecht hier irgendwie seltsam nach. Es riecht hier nach ein bisschen nach Hund. Und dann seht ihr oben auf einem der Regale sitzt in einem kleinen Körbchen ein kleiner Dackel, der Anton sehr missmutig anblickt. Anton, du kannst auf mich drauf springen. Ich krall mich hoch an Thorsten hoch und verpasse ihm auch so ein paar Kratzspuren. Ja! Geht schon zurück. Wer soll denn diese nächste Karte für dich interpretieren, liebe Bananepic? Ivy. Ivy, schafft es Anton, dem Hund zu entkommen? Ja, das, was du vorhast, gelingt, aber nur, wenn du ein Opfer dafür bringst. Welches Opfer bringt Anton? Oh nein! Okay, also es ist tatsächlich, Anton ist hier ein gepflegter Türrahmen und bis auf die eine Kerbe, die ihm vorhin nachher geschnitzt wurde, ist Thorsten auch sehr glatt. Ja. Und das heißt, du mit deinen Pfötchen und versuchst, sich da irgendwie hochzuziehen. Und es klappt auch ganz gut. Allerdings, Dackel sind ja Jagdhunde und der hat schon Morgenluft gewittert und ist schwanzwedelnd und kläffend, wie sie das nun einmal so tun, schon auf dich zugeschossen. Und seine Lefzen schließen sich und du ziehst dich hoch. Und so Armadillo ist ja schon so kleine, relativ plumpe Kreatur und rutscht wieder runter. Und plötzlich verspürst du so an deinem Pürzel, oder ich weiß nicht, wie nennt man das bei einem Armadillo, keine Ahnung, die haben ja so einen Schwanz. Und verspürst du einen jähen Schmerz. Oh. Und du glaubst, du hast ein bisschen Schwanzspitze eingebüßt. Und der Dackel sitzt und dort und schüttelt den Kopf. Lass Anton in Ruhe und ich versuch so mit einem Bein den so wegzukicken. So wegzuschieben. Du schiebst den Dackel so aus der Tür heraus und die andere Tür sagt dir, das ist das Mutigste, was ich jemals gesehen habe. Gehört habe. Weil, soll ich dir erzählen, wie ich diese Schramme bekommen habe? Ich habe ein Haus voller Waisenkinder beschützt und dabei wurde ich von einer Axt getroffen. Du hast das Gefühl, die Tür läuft ein bisschen röter an. Wirklich? Du bist ein sehr mutiger Rahmen. Das ist er. Du hast mir das Leben gerettet, Thorsten. Das mache ich gerne. Wir sind ja Freunde. Aber wenn du mit mir gehen willst, dann muss uns jemand aufhelfen. Ich kann ja schließlich nicht alleine mich bewegen. Stimmt. Mit einer Tür in mir würde das schwierig werden. Alleine kann ich mich fortbewegen. Da finden wir schon einen Weg. Okay, ich guck, wo der Dackel ist. Der hat sich jetzt mit dem Resten deines Schwanzes wieder in sein Bettchen gelegt und kaut jetzt so darauf rum. Guck dich herausfordernd an. Widerlicher kleiner Köter. Ich trau mich auch nicht runter, aber wir können gleich Hilfe holen und dann trägt euch jemand, der kräftiger ist als ich. Sagen wir, aber vielleicht sollten wir uns erst um diese Angelegenheit kümmern und ich hole dich dann später ab, Kleines.
Geh nicht, bitte. Das haben die letzten Rahmen auch gesagt, die vorbeigekommen sind. Und dann haben sie mich hier stehen lassen. Aber wir müssen die Welt retten. Das haben alle immer gesagt. Oh Gott. Ich verspreche dir, ich komme wieder. Wenn du nicht wiederkommst, dann weiß ich nicht, was passiert. Dann stehst du hier noch weiter. Okay. Du hast noch nie ein Versprechen gebrochen. Auf bald, Thorsten. Auf bald. Und wir schneiden. Noch eine kurze Frage. Hast du hier irgendwie ein Auffälliges gesehen? Ist hier jemand durchgerannt? Nein. Der vielleicht keine Augen hat? Nein. Okay, dann sehen wir uns eben wieder. Mit ohne Augen, den sind wir ja schon losgeworden. Hier, das ist häufig ein Feenstaub, das ich von ihm habe. Ach ja, stimmt. Wir schneiden ganz kurz wieder in den Hauptsaal und zu Madeleine und Jorge, die noch so ein bisschen die Menge animieren. Und Jorge, du siehst von oben von der Bühne, wie eine Gestalt durch die Tür tritt. Es ist die Gestalt mit der Maske. Welche Tür? Durch die Haupttür? Durch den Haupteingang. Okay, also nicht nochmal die arme, gegen ihren Willen durchschrittene Tür. Okay. Okay. Oh, dann mache ich halt so noch im Move, zeige ich in diese Richtung mit der rechten Schere und hoffe, dass Madeleine meinen Hinweis versteht. Du! Oh, ja! Und dann singe ich irgendetwas Passendes. Warum hast denn du eine Maske auf? Ole, 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 ole. Du, warum hast du denn eine Maske auf? Ole, 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 ole. Ja, du bist stumm, Ivy. Ja. So, nach der dritten Wiederholung rafft es auch Madeleine und dreht sich um und sucht nach der Person mit der Maske. Ja, du siehst die Person mit der Maske, die sich jetzt so langsam durch die Menge, die auf der rechten Seite an den Tischen sitzt, hindurchzwängt, um wieder Richtung Bühne zu gelangen. Hey, ich laufe auf die Person durch und versuche sie, das Einzige, was mir einfällt, ist, mich an sie dran zu hängen. Tanz mit ihm. Ja, ist ein Charleston. Wer soll denn diese nächste Karte für dich interpretieren, lieber Mayri? Du. Ich. Ja. Das, was du vorhast, gelingt nicht, aber die Konsequenzen sind nicht katastrophal. Du versuchst, dich an die Person zu hängen und so ein bisschen mit ihr zu tanzen. Und sie blickt dich einfach nur an und du schiebst ihr aus Versehen so ein bisschen die Maske aus dem Gesicht und siehst darunter eine komplette Fratze, ein Gesicht, was einfach komplett in sich zerfallen ist und einfach nur so aussieht. Und dann schiebt die Person wieder ihre Maske schnell vor sich, schubst dich zur Seite und rennt Richtung Bühne. In dem Moment kommen auch Anton und Thorsten wieder hinter der Bar hervor und sehen das auch. Ah, Thorsten, stell dich in den Weg! Ich stehe im Weg. Die Person rennt durch dich durch. Ich würde von oben runter springen auf die Person. Okay. Wer soll diese Karte interpretieren? Haselnuss. Dir gelingt das, was du vorhast, und du erreichst sogar noch mehr, als du erwartet hast. Vielleicht ist es sogar etwas zu viel. Du springst auf diese Person, die Person stolpert und knallt sich den Kopf an einer Tischkante, falls da ein Tisch in der Nähe ist. Oh, schaut mal, die Person hat die rote Farbe bei sich. Mehrere Leute schreien auf, sehen das Blut und bis auf zwei Personen tanzt niemand mehr auf der Tanzfläche. Es wird gerufen, Verletzte, Verletzte, Sanitäter. Wir brauchen einen Sanitäter. Ist hier ein Arzt anwesend? Fünf Leute melden die Hand, heben die Hand. Ist hier ein richtiger, sind hier wirklich Ärzte anwesend? Also nicht Doktoren, sondern Ärzte. Alle nehmen wir die Hand runter. Ich versuch's nochmal mit Murder on the Dance Floor. Vielleicht will ja doch jemand. Ihr seht, auf der Tanzfläche sind jetzt nur noch zwei Personen. Beide haben diese großen Köpfe, die aussehen wie Äpfel, haben einen kleinen Hut auf dem Kopf und sind sehr innig in einem Tanz versunken. Je nachdem, wo man draufblickt, sieht man, dass die beiden Regenwürmer, die aus den Äpfeln herausgucken, ja, innig in sich verschlungen sind und herumknutschen auf der Tanzfläche, während sie so ein bisschen schwurfen. Und die Person liegt jetzt dort, halb bewusstlos, am Rande der Bühne und fängt an zu bluten aus dem Kopf. Ich würde versuchen, den Kopf sozusagen festzuhalten und die Blutung aufzuhalten. Mhm. Nicht zu stoppen, aber. Ja, du versuchst so ein bisschen das Ganze aufzuhalten. Es funktioniert doch ganz gut, aber die Person ist auf jeden Fall nicht mehr ansprechbar gerade.
Ist jemand kräftig genug, die Person hier nach hinten zu bringen? Der Türsteher kommt. Okay. Hebt die Person einfach so hoch. Wohin? In den Backstage-Bereich vielleicht? Ja, natürlich. Vorsicht, Leute. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und ihm hinterher fährt direkt wieder so ein Hausmeister, der einfach diese Blutspur einfach direkt aufwischt. Und die Person wird in den Backstage gebracht. Ja, wir tanzen trotzdem weiter. Viel weniger. Mir fällt nichts mehr Gutes ein. Alles okay. Das Universum versucht, das hier zu verhindern. Vielleicht soll die Welt einfach untergehen. Eine kleine Platzwunden am Kopf bluten mal. Wie doof. Die Person wird jetzt nach hinten gebracht und dort wird sich um sie gekümmert. Und währenddessen haben wir ein wundervolles Kunstprojekt mit euch vor. Und dafür brauchen wir euch alle auf der Bühne. Oh, also so langsam, also ich weiß nicht. Mehrere Leute stehen so an der Tanzfläche, gucken so ein bisschen miesepretig in die Gegend. Oh. Und sie sehen sehr unmotiviert aus. Zusammenhalt. Egal was passiert, wir sind eine Gesellschaft, die zusammenhält. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal was trinken. Wollt ihr auch was? Wir brauchen Charisma. Jorge. Ja, ich finde, wir sollten einfach wieder an die Band übergeben, die was Romantisches spielen lassen. Diese beiden Würmer hier, die tanzen bestimmt noch die ganze Nacht. Guck die doch an, die sind so scharf aufeinander und so musikalisch. Ich glaube tatsächlich, dass wir einfach mal den Leuten eine Pause gönnen sollten. Es muss immer jemand tanzen, aber also sehen die Würmer so aus, als würden sie das da weitermachen? Ja. Ja, dann würde ich sagen, gönnen wir den Leuten einfach mal eine Pause, lass sie einen Drink nehmen und danach zeigen wir sie da auf die Tanzfläche. Ja, die Band übernimmt wieder, gucken sich an und der Sänger sagt, was? Okay Leute, so wie wir es geübt haben, Romantik. Und sie fangen an, eine romantische Melodie zu trillern. Ich würde zu Jorge gehen und sagen, Jorge, wir haben die Partnerin für Thorsten gefunden. Ah, das sind gute Nachrichten. Brauchen wir jemanden, der uns hilft, sie zu tragen. Kein Problem, ich würde mich ja gerne anbieten, aber du weißt ja, ich bin so klein und so. Aber wir finden jemanden. Kein Problem. Eine Lieferung zur Galerie. Ich rufe nachher mal Annika an. Da haben wir bestimmt noch was, einen Kontakt zum Spediteur herstellen oder so. Madeleine, ich glaube, du kannst aufhören zu tanzen. Ja, ich meine, langsam, wenn ich ehrlich bin, es geht so viel schief hier und ich weiß gar nicht, ob wir die Situation besser machen. Vielleicht wäre der Weltuntergang gar nicht so schlimm. Doch, pass auf, wir haben eine Partnerin für Thorsten gefunden. Die Welt darf jetzt nicht untergehen. Ja. Yep. Okay. Sie ist rot. Sie ist wunderschön. Die Welt? Die Tür. Ach so. Der Typ der mit der Maske, der sich gerade den Kopf angestoßen hat, wo habt ihr den hingebracht? Den haben wir Backstage tragen lassen. Vielleicht sollten wir den mal freundlich befragen. Ich heb so eine Schere und mache so klapp. Klapp. Okay. Dann gehen wir wohl nach da hinten. Also, weil ich meine, wir hätten deutlich weniger Probleme, wenn er nicht ständig hier reinkommt und versucht, alle Leute davon abzuhalten, zu tanzen. Und dann würde die Welt auch nicht untergehen. Ja, dann gehen wir doch nach hinten. Ich gucke, ob alle noch am Tanzen sind. Sicher. Hey, dann stell dich doch vielleicht so in den Bereich zwischen Backstage und Bühne. Da kannst du alles sehen, aber wir können auch noch mit dir reden. Vielleicht brauchen wir dich ja. Okay. Okidok. Ich würde währenddessen übrigens mal im Chat eine Frage hineinschreiben. Ihr könnt abstimmen, ob wir eine weitere von den Zufallskarten benutzen sollen oder nicht. Da kann ich mit abstimmen. Ja. Können wir mit abstimmen? Ja, okay. Moment. Das nochmal 3 Minuten laufen. Während ihr nach hinten geht und ja, dort liegt aufgebahrt diese Gestalt mit der verzerrten, mit dem verzerrten Gesicht auf einem Tisch aufgebahrt. Eindeutig bewusstlos. Okay. Was habt ihr denn mit dem gemacht? Ich wollte ihn aufhalten, bin auf und noch aufgefallen. Dann ist er umgefallen mit dem Kopf gegen den Tischkante geknallt.
So war das nicht geplant. Was ist mit deinem Schwanz passiert? Das war ein Dackel. Oh, shit. Hase, Hunde. Okay, also, ja, okay, dann gucken wir mal, ob wir den vielleicht... Hat jemand Riechsalz dabei? Ich hab nur Feenstaub. Aber ich kann sehr gut eine Sirene nachmachen. Okay. Ja, vielleicht hilft das. Au, au. Also hier, hallo? Wo bin ich? Reden Sie mit dem Hummer. Und ich hallo? Hoch. Hallo, ich gucke so freundlich, wie mir das wirklich ist. Ich bin Jorge. Ja, Hilhorn. Bitte? Ja, Hilhorn. Ich glaube, er meint, du bist ein Telefon. Achso, ja, ich bin ein Hummertelefon, ja. Gibt es jemanden, den Sie anrufen möchten? Ihren Anwalt vielleicht? Ich will hier sprechen. Bitte? Ich will hier sprechen. Sprechen? Sie können nicht so gut sprechen? Ja. Ja, okay. Versuchen wir es doch mal mit etwas Einfachem. Warum versuchen Sie, die Tanzfläche zu sabotieren hier? Die Tanzfläche, ja. Also versuchen Leute... Was? Aber Sie haben doch Leute versucht abzuhalten, hier zu tanzen. Bitte? Ich verstehe sie einfach nicht. Diese Band hat alles kaputt gemacht? Ja, der Tisch steht auch daneben. Ich glaube, das hat er gesagt, ja. Okay. Aber was hat die Band denn gemacht? Sie ist an dem hier schuld. Warum? Wie ist das passiert? Ja, ich habe mal gehört, das ist so eine Zerfratzen, die passieren, wenn Leute sich erschrecken, wenn der Wind sich dreht. Und die Band hat ihn erschreckt? Ja. Hat sie so schlecht gespielt? Plötzlich angefangen hat sie. Schlimmes Schicksal, ja. Dann hat sich auch noch der Wind gedreht, ja. Können diese Zerfratzen doch wieder weggehen, wenn man ihn vielleicht nochmal erschreckt, während der Wind? Nein? Aber ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Die hat was. Ich muss was sagen, ich bekomme den Drang, das nachzumachen. Es ist aber... Ich bekomme den Drang, es zu malen. Das Problem ist, das sind die Model-Instinkte. Ich versuche immer nur, andere nachzumachen. Nicht lustig. Nicht lustig. Nein, ich weiß, es ist nicht lustig. Ja, das habe ich verstanden. Es ist ja auch eine Frage von Ästhetikmaßstäben und die gesellschaftliche Vorgabe der Ästhetik ist ja eine Doktrin, dem man sich nicht beugen muss. Also es kann ja auch durchaus Schönheit in abstrakteren Darstellungsformen geben, wie man ja zum Beispiel auch bei den Darstellungen von den Freunden sieht, die sich dem Kubismus verschrieben haben. Da ist ja auch alles etwas verschoben und deswegen, ich würde nicht sagen, dass sie unansehnlich sind oder irgendwie sowas. Ich würde sogar sagen, sie sollten vielleicht eher... umarmen Sie doch Ihr Dasein und finden Sie Freude und Ausdruck in dem, wie Sie sind. Akzeptieren Sie sich, lieben Sie sich. Sie sind doch liebenswert. Ich strahle ihn an, als würde ich ihm irgendwas verkaufen wollen. Würden Sie mal Modell stehen für mich? Okay. Okay. Perfekt. Wollen wir direkt einen Termin machen? Morgen haben wir noch zu, hatten wir gesagt. Und dann machen wir Montag den Laden. Am Montag? Auch, ne? Würden Sie Montag zu unserer Galerie vorbeikommen? Aha. Ich habe jetzt noch eine weitere Abstimmung für euch. Wir müssen noch wissen, für wen die Karte gelten soll. Ich glaube, er fragt, ob Sie wirklich denken, dass das sinnvoll ist. Dass Sie Modell stehen für mich. Das will doch niemand. Doch, doch, sie sind inspirierend. Glauben Sie mir, das wird wundervoll. Das ist das Schönste, was ihm je gesagt wurde. Gern geschehen. Das hast du mir noch nie gesagt. Deine Melancholie ist unglaublich inspirierend, Madeleine. Deswegen bist du auch mein Lieblingsmodell. Danke. Ich finde es auch fantastisch, wenn du ganz verzweifelt in meinen Hörer hauchst.
Ich mag es, wenn du das um mich rumtanzt. Ja. Die Schmerzen, die ich dabei erleide, wenn ich gegen dich trete. Aber dann denke ich, droht der Band keine Gefahr mehr durch. Wie ist da eigentlich der Name? Der Mann springt auf. Trivia! Und tritt sofort gegen Thorsten. Mein Fuß. Vorsicht! Ja, es passiert mir auch ständig. Trivia. Freut mich. Ja, das ist Madeleine. Du bist gerade gegen Thorsten getreten. Das ist Anton und ich bin Roche. Siehst du, und alles gut. Vielleicht, wie gesagt, komm uns einfach am Montag besuchen und dann trinken wir Tee und haben eine gute Zeit und dann reden wir über Kunst, reden wir über deine Zukunft, über unsere Zukunft. Und, ich weiß ja nicht, also ich meine, ja. Vielleicht können wir auch Musik zusammen machen. Irgendwas Künstlerisches, irgendwas Schönes, irgendwas, was Freude macht. Und dann passiert etwas. Und was genau wird uns die nächste Zufallskarte, die der Chat freigespielt hat, erzählen? Und diese Karte muss dann von Bananipik interpretiert werden. Sieh nicht in den Abgrund. Dein Charakter verspürt den unwiderstehlichen Drang, etwas zu tun, das er bedauern wird. Also tu etwas, das du bereuen wirst. Aber das ist gerade so ein schönes, was würde ich jetzt bedauern? Okay. Ich fange an, nehme meine Farbtöpfe raus und ich bin einfach zu ungeduldig. Und ich nehme diese Farbtöpfe und ich fange an, sie auf Trivia zu schütten. Und ihr seht, wie Trivia so ein bisschen nach vorne auf die in Richtung Bühne stolpert und dann in das Schlagzeug hineinfällt. Oh. Und ich wollte gerade mit dem Feenstaub noch auf ihn werfen und denke, oh, nicht gut. Nicht gut! Oh. Feenstaub glitzert ein bisschen in der Gegend. Feenstaub fliegt auf die Tanzfläche und die beiden Apfelpersonen, die dort stehen, die eine... Oh oh. Die sieht den Wurm so leicht zucken und niest der anderen Person voll ins Gesicht. Ein Problem. Ah, du hast mich angenießt. Madeleine, du musst anfangen zu tanzen. Und wir gucken mal, ob das noch rechtzeitig kommt, liebe Mairi. Wer soll denn diese Karte für dich interpretieren? Die Haselnuss hat, glaube ich, für mich noch nicht interpretiert. Der Konflikt eskaliert. Auf irgendeine Weise verschärft sich der Konflikt. Das Problem wird komplizierter oder der Einsatz erhöht sich. Der kleine Hund kommt plötzlich wieder reingestürmt und springt dich an und du gerätst ein bisschen ins Wankeln und dadurch kannst du deine Tanzschritte nicht mehr richtig einhalten. Runter, ab, runter, runter, ab. Und in dem Moment endet alles um euch herum. Ihr steht in einer weißen Landschaft aus nichts. Und vor euch, in der Weite des Nichts, steht eine einzelne Person. Eine Frau mittleren Alters, in einer Hausmeisteruniform, mit so einem Tuch in die Haare gebunden, einem Wischmopp an der Seite und guckt euch böse an. Helene? Na, das ist ja ganz toll. Was habt ihr jetzt schon wieder angerichtet? Wir haben die Welt untergehen lassen. Kann ich die Auskunft anrufen? Na, ganz schön. Ich versuche die Auskunft anzurufen. Du rufst die Auskunft, versuchst die Auskunft anzurufen und zum ersten Mal in deinem Leben hast du keine Verbindung. Was ist mit Tina? Was? Kein Anschluss unter. Was? Na, ganz vortrefflich. Ja, und jetzt, was soll ich jetzt machen? Tür gefunden. Was soll ich jetzt machen? Eurer Meinung nach? Kannst du die Welt nicht auf so einen Knopf drücken und dann startet wieder alles? Denkt ihr, wir sind hier, also denkt ihr, das kann man einfach so wieder hinbiegen? Du kannst auch alles hinbiegen, dachte ich. Ja. Die anderen Hausmeister werden mir das nie glauben. Also gut, fangen wir nochmal von vorne an.
Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Geht mal kurz zur Seite. Ja. Und sie geht so du zu... Du schaffst das. Geht so zu Thorsten. Holt... Guckt dann Anton an. Anton, gib mal das daher. Und sie nimmt dir so einen Pinsel ab und malt mit der Farbe in den Türrahmen von Thorsten die Freitagsstraße. Ihr seht die Personen, ihr seht die Gasse, die nach außen führt, ihr seht das Leuchten. Oh. So, aber jetzt macht ihr es bitte richtig, ja? Okay. Gut, durch da jetzt. Okay. Entschuldigung. Danke. Beim nächsten Mal, ich krieg wieder diese Pralinen. Diese scheiß Pralinen. Ist notiert. Sobald ich durch diese Tür bin, würde ich sofort nochmal auf noch mal anwählen und gucken, ob ich ein Freizeichen kriege. Du kriegst sofort ein Freizeichen. Und ihr steht wieder in der Freitagsstraße. Das hat sich komisch angefühlt. Ja. Sieht ziemlich cool aus. Ja, aber... Ja, ich mit Inhalt? Ist Helene eine Göttin, oder? Können das alle Hausmeisterinnen? Weiß ich nicht. Alle Hausmeisterin. Vielleicht ist das Teil der Ausbildung, die man da macht. Ja. Wer weiß das schon? Die Welt resetten. Ja. Gut, ist die Bar noch da? Ja. Was passiert da drin? Ihr guckt wieder rein. Tatsächlich seid ihr ein paar Momente bevor der Feenstaub sich überall verteilt hat. Ah! Ich renne über die Bühne und erwarte, dass sich ein Armadillo aufhalten muss. Unsere Vergangenheits-Ichs? Nein. Okay, dann renne ich einfach nur auf die Bühne und stehe dann sehr, sehr desorientiert da. auf die Tanzfläche. Und die Band spielt immer noch Careless Whisper. Immer noch. Endlosschleife. Wo ist Trivia? Der steht noch hinten hinter der Bar. Hinter der Bühne. Okay. Jetzt ich winkel ist mit nicht, einer ist Schere. Mehr, ist nicht mehr mit Farbe übergossen. Okay. Ich setze mich an die Bar und esse vorsichtig mein Obst. Okay. Scheint alles in Ordnung zu sein. Vielleicht sollten wir einfach was trinken und gucken, dass immer jemand tanzt. Ja, stehe auch auf der Tanzfläche. Die Barkeeperin guckt dich an. Ja, was möchten Sie denn? Seabreeze, bitte. Ja, können Sie es auch bezahlen? Ich hab. Wo ist denn unser Chip? Den hat Madeleine, glaube ich. Blauer Madeleine? Hä? Hast du den blauen Chip in deiner Handtasche? Den Essen und Trinken umsonst Chip? Kram. Ja, ist der Chip da? Der ist da. Ja. Dann komme ich zu euch. Hier. Ah, danke. Hier, bitte sehr. Sie guckt sich den Chip einmal an. Ihre Augen werden riesig. Oh mein Gott. Chef, Code Blau. Wir haben einen Code Blau. Wir brauchen sofort alle Getränke hier. Holen Sie die Reste von draußen nochmal schnell rein. Wir brauchen jetzt wirklich alles in der Küche. Und die Barkeeper schnappen sich die Drinks von den Leuten, die noch an der Bar stehen, rippen die aus der Hand und kippen die in neue Sachen rein. Manche Leute rennen in die Küche, holen da noch Klamotten und packen alles irgendwie zusammen. Und euch werden alle Drinks der Welt gemischt. Alle. Nach und nach bauen sie immer mehr Drinks in kleinen Gläsern auf dem Bartresen auf. Dazu wird Essen serviert und es geht immer weiter. Was hast du bestellt, Jorge? Eigentlich nur ein Seabreeze-Cocktail, aber das ist auch okay. Hier wird ein riesiger Seabreeze in die Hand gedrückt. Oh, ich passe ich da rein? Ist er so groß, dass ich mich da reinlege? Super, dann lege ich mich da rein und schlürfe meinen Cocktail und fühle mich aufregend. Was genau glauben Sie, dass dieser Chip heißt? Naja, alle Getränke und alles Essen kostenlos. Aber doch nicht auf einmal. Nacheinander, das reicht. Das steht da nicht. Und fangen weiter an. Durch die wir brauchen nicht mehr, das reicht. Zeigen wir diesen Chip gerade zum ersten Mal? Ja, ne? Ja. Oh mein Gott.
Sind Sie sicher, dass Sie das richtig verstanden haben? Nicht, dass Ihr Chef nachher... Teile dieser Gläser stehen auch sehr nah an der Bar, an der Bar, sag ich schon, an der Tanzfläche und an der Bühne. Also ich glaube, wir können aufhören. Nah an der Kante steht. Wir können nie wieder aufhören. Dankeschön. Wo ist denn der Chip? Der hat sie mitgenommen. Meint ihr, ein roter Chip hält das alles auf? Ja, vielleicht malen wir einen roten Chip. Du hast doch Farbe dabei. Habe ich noch Farben? Ja. Eigentlich alles eben gegen Rivier geklatscht. Hast du es wieder. Okay. Ich nehme mir ein Stück Papier, mal das Papier rot an, schneide so einen Kreis aus, der so ähnlich aussieht und zeige ihn ihr. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Wer soll diese Karte für dich interpretieren? Du. Dir gelingt das, was du wolltest, aber nicht vollständig. Ein kleines Detail klappt nicht nach Plan. Du zeigst ihr den Zettel, sie guckt sich den an. Ja, okay. Gut, Leute, alles wieder einsammeln. Und die Drinks werden nach und nach wieder eingesammelt. Roche wird aus seinem Drink herausgeholt. Nein! Und auf die Bar gelegt. Aber ein kleines Martini-Glas bleibt direkt an der Bühne hängen, oder genau stehen. Und die beiden Tanzenden drücken das so ein bisschen zur Seite und der ganze Martini wird über die Elektrik gekippt. Die an der Bühne sich befindet. Und es schlagen plötzlich Funken. Ich mache hier gar nichts mehr. Okay. Der riesige Vorhang beginnt zu brennen. Oh mein Gott. Okay. Das sieht nach Apokalypse aus. Das passt perfekt in diesen Club. Ja, ich würde auch sagen, das ist nur die Pyrotechnik-Show, Leute. Oh. Und dann würde ich auf jeden Fall... keine Ahnung, ich muss ja, ich würde so Rammstein-mäßig auf die Bühne gehen und irgendwie so mit den Scheren an Metall kratzen und mit den Beinen auf den Boden trommeln und dann irgendwie, keine Ahnung, ja. Ich wollte ganz sagen, das ist was zu Death Metal. Und hoffen, dass die Leute mitgehen, das ist auch Tanzen, ja. Die Band ist sehr verwirrt. Es ist sehr modern. Aber sehr modern, naja, ja. Mehr und mehr Leute stürmen auf die Tanzfläche und fangen an, ineinander reinzulaufen und sich gegenseitig wegzurammen. Und ich versuche währenddessen die Vorhänge runterzuzerren. Ja, ich hoffe, dass auch interessante Tanzmoves erzeugt. Du zerrst den Vorhang runter. Ansonsten haben wir bald gekochten Hummer. Und ihr anderen beiden, Anton und Thorsten, ihr blickt nach oben. Oben befindet sich so eine Art kleine Galerie. Und dort seht ihr ein Fenster, was anscheinend in das Büro des Chefs hineinführt, der da mit der Zigarre rauchend am Fenster steht und euch düster anblickt. Ich tänze leicht. Und dann seht ihr, wie er vom Fenster wegtritt. Du hast den Blick auch gesehen? Mhm. Meinst du, er war zufrieden? Mhm. Okay. Und ja, ihr reißt die flammenden Vorhänge nach unten, die komplett auf der Bühne landen. Wo willst du damit hin? Du hast jetzt eine riesige brennende... Ich versuche das zusammenzuwerfen und im Notfall werfe ich mich drauf, um das Feuer zu löschen. Du löschst das Feuer, aber dein Kleid hat einige Brandflecken davongetragen. Leute gucken dich an. Ach, sie sind doch das Model von der Titelseite, oder? Ja, dann, also hängt von der Titelseite ab, aber ja. Und dann beginnen die Leute zu nicken, zu flüstern und sich ebenfalls so Brandlöcher in die Klamotten zu machen. Ah, das scheint ja in zu sein. Madeleine, du bist eine Trendsetterin. Ich wusste immer, du würdest es schaffen. Was, Moment, die machen mich nach? Ja. Oh. Und asymmetrisch. Ich schaue, oh, natürlich. Ob ich mitmachen. Die macht. Oh, und ja, es gibt natürlich auch modische Tänze, ja. Die macht man am besten alle immer wieder zu der gleichen Melodie und vergleicht die miteinander. Und dann kann man da auch drauf antworten. Also, das habe ich als Vision. Und
Ja, die Leute versuchen so ein bisschen das nachzumachen, was du machst. Fragen dich auch, wo du die Sachen gekauft hast. Und versuchen so eher so ein bisschen dich nachzuahmen. Ja, die Musik anzupassen. Ja, ihr merkt, dass Madeleine anfängt ein bisschen abzudrehen. Und außerdem finde ich ja, dass die Leute viel zu viel Schuhe tragen. Und darüber hinaus ist Wermut weit überschätzt und sollte gänzlich verachtet werden. Und niemand sollte mehr. Nein, ich mag den. Ja, was mache ich hier eigentlich? Ich finde Schuhe äußerst praktisch. Also wenn sich dann mal jemand an mir stößt, tut er sich weniger weh. In dem Moment bekommt Kroche einen Anruf. Oh, was macht die Band? Was macht die Band? Die spielt noch weiter, aber ist sehr verwirrt von dem, was du. Okay. Jungs, Mädels, übernehmt. Ich weiß noch nicht wie, aber okay. Okay. Hallo? Hallo? Hier ist Volrea, der Vermögensverwalter. Volrea, guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie sich gerade in einem Club namens Apokalypso befinden? Das ist möglich. Warum? Einer meiner Freunde, Victor, der verrückte Versicherungsvertreter, hat mich beauftragt, Ihnen zu sagen, dass Sie nichts anfassen sollen. Sie sind einem Scharlatan aufgesessen. Was? Der Besitzer des Clubs möchte heute Abend hier alles niederbrennen und dafür die Versicherungssumme einstreichen. Oha. Ist das so? Okay, danke für die Warnung. Das ist eine wichtige, überaus wichtige Information. Ja. Ich werde sofort den anderen Bescheid sagen und wir fassen nichts an und dann tun wir was? Bringen Sie den zur Strecke. Jawohl. Ja gut, wenn Sie das sagen. Gut, vielen Dank. Auf Wiederhören. Aufgelegt. Ich weiß gar nicht, wie zur Strecke bringen. Ich schwurfe dann mal in Richtung von, wahrscheinlich ist mir Madeleine am nächsten. Mhm. Und versuche nicht plattgetreten zu werden. Also mittlerweile, auf der Tanzfläche. Mittlerweile haben sich jetzt die ganze Pulk um Madeleine gebildet, die auch nicht mehr tanzen, sondern einfach nur zuhören, was sie sagt. Teilweise mitschreibt, teilweise ja, machen die auch Fotos. Also um ehrlich zu sein, finde ich es langweilig, wenn man immer nur symmetrischen Haarschnitt hat. Und außerdem, das kann man auch sehr gut selber machen. Interessant, dass Sie fragen, aber kahlköpfig ist auch tatsächlich sehr, sehr schick und angesagt. Ich habe schon keinen Kopf. Was sagt man dazu? Ja, der Zeit voraus, würde ich sagen. Ja, bemerkenswert. Und außerdem Hummer? Ja, Leute, der Hummer krabbelt so an dir hoch. Oh, Roche. Hallo. Was gibt es denn? Hallo. Oh nein, die Leute tanzen nicht mehr genug. Außerdem, nichts ist besser für die Figur als tanzen. Ja, das empfehle ich, zusammen mit der Kohldiät. Leute tanzen. Nicht schon wieder die Kohldiät. Wir haben ein Problem. Also, Volver hat gerade angerufen, unser Vermögensverwalter, du weißt schon, und der hat gesagt, er hat einen Kumpel, Victor, der Versicherungsvertreter. Und Victor, der verrückte Versicherungsvertreter, hat gesagt, dass unser Auftraggeber, Jakob, wie auch immer er hieß, egal, Jakob, ich weiß es nicht, der ist ein Betrüger. Er will hier alles abfackeln und die Versicherungssumme einstreichen. Und wir sollen ihn zur Strecke bringen. Oh, und er hat uns angeheuert, weil er davon ausging, dass wir so scheiße in dem Job sind, dass wir tatsächlich dafür sorgen, dass wir den ganzen Laden abfackeln. Ach, Mann. Naja, aber es ist, also ich meine, wir werden jetzt nicht bezahlt, dann können wir wenigstens was Gutes für diese Welt tun. Sei nicht traurig, ich kann das nicht ertragen, wenn du immer traurig bist. Komm, wir gehen jetzt und sagen den anderen Bescheid und dann kümmern wir uns um Jakob und dann gehen wir nur ein bisschen tanzen. Nur du und ich. Ich kann es nicht, aber ich gebe mir immer Mühe. Du hast ein sehr gutes Rhythmusgefühl, Jorge. Danke. Thorsten, Anton? Ja. Wir müssen den Besitzer stellen, er ist ein Betrüger. Er ging davon aus, dass wir so schlecht darin sind, seine Bar zu beschützen, dass wir sie aus Versehen abbrennen. Und ich meine, irgendwie hat er ja auch recht, das war schon wirklich sehr knapp und einmal musste uns Helene helfen, die entweder eine Hausmeisterin ist oder eine Göttin oder beides. Aber
Woher war die Apokalypse? Hatten wir die nicht schon? Und dann kam Helene, um zu helfen, also... Ja, aber wahrscheinlich wäre alles sehr viel besser gewesen, wenn wir gar nichts getan hätten. Also ich muss sagen, als der Vorhang brannte, hat der Jakob von oben sehr finster zu uns runtergeguckt. Ich glaube nicht, dass ihm das gefallen hat, dass das gebrannt hat. Vielleicht hat ihm nicht gefallen, dass wir es gelöscht haben. Oh, vielleicht. Ja. So oder so. Wir sollen ihn zur Strecke bringen. Ich weiß nicht, welche Strecke, aber irgendwo sollen wir ihn hinbringen. Ich meine, wir können eine Strecke aufmalen. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Du hast ich ja fange schon mal an zu malen, ihr könnt ihn ja holen. Ja, ich hätte nachfragen sollen, ne, welche Strecke. Ach, verdammt, das tut mir leid. Ich war so aufgeregt. Meint ihr Gleise oder vielleicht auch eine Straße als Strecke? Was ist leichter zu malen? Gleise sind besser zu erkennen, glaube ich, wenn ich sie gemalt habe. Dann das ist legitim, ja. Okay. Ja. Dann, ich würde mich in die Ecke stellen, da sind gerade nicht ganz so viele Leute, und da anfangen, die Strecke zu malen. Gut. Dann gehen wir hoch zu dem Büro. Und ich sage, Thorsten, stell dich so hin, dass er möglichst an gegen dich tritt, wenn er versucht zu fliehen. Ich schmeiß mich auf die Seite und vor die Tür. Also, bevor und rutsch dann, sobald ihr reingeht, vor die Tür, sodass ich seitlich davor liege. Mhm. Und ich fange an der Seite mit meiner Rollkunst eine Gleisstrecke zu malen. Okay. Ich hoffe, sie ist einigermaßen gleichmäßig, weil normalerweise bin ich nicht so gut in gleichmäßig nebeneinander herrollen, also auf denselben. Und dann klopft ihr an die Tür oder was macht ihr im Büro? Ich mache sie einfach auf. Wir könnten ihn anrufen und ihn bitten, herzukommen. Oder? Aber wir sind schon vor seiner Tür. Stimmt, dann mach die Tür auf. Vielleicht rufst du die... Gibt es sowas wie die Polizei eigentlich? Es gibt die Graue Garde, ja. Das ist die Polizei. Ja. Vielleicht rufst du die Graue Garde an und sagst, dass wir einen Versicherungsbetrüger stellen gerade. Vielleicht. Okay, ja. Also, ich weiß nicht, ob sie dafür zuständig sind. Ich ruf mal Annika an. Vermittlung, hier ist Annika, hallo. Hallo Annika, hier ist Roche. Hallo. Alles in Ordnung, mein Lieber? Ja, aber sicherlich. Und bei dir? Naja, wir haben ein bisschen Stress gerade. Wie immer nicht. Kannst du mich zur Grauen Garde rüberstellen? Ah, natürlich. Moment. Danke dir. Und auf der anderen Seite meldet sich Constable Constanzo, wie kann ich helfen? Constable Constanzo, einen guten Tag. Hier ist Rohre, das Nummertelefon. Bitte? Ah ja, habe ich gesagt. Wir sind gerade dabei, einen Versicherungsbetrüger zu stellen. Könnten Sie vielleicht jemanden vorbeischicken? Wo ist das? In der Freitagsgasse Apokalyptik. Nee, da gehe ich nicht hin. Sorry, da komme ich da nie wieder raus. Wenn wir den Verbrecher woanders hinbringen, könnten Sie ihn da abholen? Ja, das wäre womöglich. Ja, wo wäre denn ein geeigneter Treffpunkt? Irgendwo, oder können wir was ihn auf die... nicht die Freitagsgasse oder die A&A-Gasse, nicht die A-Gasse ist. Okay, prima. Sollen wir ihn vielleicht auf die Wache bringen? Das können Sie machen. Wäre das was? Okay. Okay, gut. Ja, dann machen wir doch das. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, gern doch. Auf Wiedersehen. Ja. Hören. Auf Wiedersehen. Aber Sie haben uns überhaupt nicht geholfen. Ja, das sagt man doch so, und ich will ja auch nicht... Entschuldigen Sie mal. Ich leg auf. Sie haben uns gar nicht geholfen, das ist richtig, die Arschgeigen. Ich denke, ob du wirklich aufgelegt bist. Ja, er ist wirklich aufgelegt. So, ja, okay. Gut, also die Arschgeigen helfen uns nicht, wir müssen ihn selber auf die Wache bringen. Gut, dann... Taffe Detektivin. Mach die Tür auf. Hey, das Spiel ist aus. Du blickst in das Büro, ein großer Schreibtisch, in dem ein großer Aschenbecher steht, wo ganz viele Zigarren drin reingedrückt wurden. Er hat auch wieder einen in der Hand, er dreht sich zu dir um. Es liegt so ein Duft von Anarchie in der Luft und er blickt dich an. So einfach habe ich es mir wohl doch nicht gemacht, was? Ja. Wir waren ganz knapp nicht so unfähig, wie Sie dachten. Herzlichen Glückwunsch, aber das ändert gar nichts. Wieso? Wollen Sie jetzt etwa Ihre Bar einfach selber anzünden? Ich suche mir einfach morgen jemand Neues. Aber morgen ist wieder Freitag.
Ja, das ist hier überall so. Wissen Sie eigentlich, Argument, dass das absolut zum Kotzen ist, wenn jeder Tag scheiß Freitag ist? Dann verkaufen Sie doch einfach die. Niemand will hier eine verdammte Bar kaufen, verdammt nochmal. Weil jeder genau weiß, wenn man sich hier eine Bar kauft, muss man jeden Tag arbeiten, denn es ist der verdammte Freitag jeden Tag. Nie Samstag und nie Sonntag, noch nicht mal einen Montag. Warum haben Sie denn die Bar gekauft? Ich habe sie bei einem Glücksspiel gewonnen. Oder besser gesagt, hier verloren. Hier sehen Sie, das ist doch die beste Möglichkeit. Aber darum geht's gar nicht. Eigentlich sind wir hier, um Sie zu verhaften und zur Strecke zu bringen. Denkt ihr wirklich, ich wäre so weit gekommen, wenn ich mich irgendwie von irgendjemandem dahergelaufen ist, einfach zur Strecke bringen lassen würde? Hä? Ja, aber hat schon mal jemand versucht, bei dem Versuch, Sie zur Strecke zu bringen, Ihnen die Nase abzukneifen? Nein. Hoche Fass! Wir gucken mal, ob das funktioniert. Wer soll denn diese Karte interpretieren, liebe Mairi? Ich finde, das darf dann Ivy tun als Roche. Okay. Dir gelingt das, was du tun wolltest, aber etwas anderes, das damit nichts direkt zu tun hat, geht schief, entweder für dich oder für jemand anderen, der dir etwas bedeutet. Oh nein. Okay, also, mit rotierenden Scheren schnipp, schnapp, 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 Tore und greift tatsächlich diese große fleischige Nase und... Ja, und also man würde denken, oh, Massaker, Hackfleisch, Mettigel, was auch immer, oder aber gar nicht. Sondern was passiert ist, dass die Nase relativ sauber abgetrennt wird und zu einem völlig eigenen Leben erwacht, zwei kleine Beine aufformt, wegrennt und schreit, Hachi, 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 und quasi so Raketenbetrieben abzieht und dabei leider ich will immer Arnold sagen, wäre auch ein schöner Name. Anton stolpert, sie hat Füße, deswegen stolpert sie zuerst über Thorsten am Türrahmen, ja, stößt dann gegen das arme Anton Armadillo. Und Anton Armadillo wird wie so eine Kegelkuh, wie so eine Bowlingkugel zurück die Treppe runter, zurück in den Verkaufsraum und schießt und kegelt dort 2 bis 3 Leute um, die das gar nicht so lustig finden. Ja, es herrscht vollkommenes Chaos. Du hast es aber geschafft, deine Strecke fertig zu malen. Und Jacob, er fällt rücklings aus dem Fenster heraus und nach unten auf die Tanzfläche, während seine Nase einfach laut niesend nach draußen läuft und draußen verschwindet. Ich stehe da. Das habe ich nicht kommen sehen. Wir haben jetzt auch noch, bevor wir gleich zum großen Finale kommen, noch eine Zufallskarte für die liebe Haselnuss. Oh nein, bitte. Es ist perfekt. Die Macht der Liebe beeinflusst die Situation auf irgendeine Weise. In welcher Art das passiert, darfst du beschreiben. Ich muss Tina retten. Ich renne die Stufen hinunter. Sie heißt Tanja. Tina, Tanja. Tina, Tanja. Ich muss Tanja retten. Ich renne die Stufen hinunter und stürme zu Tanja und klicke mich einfach in sie ein. Sie stellt sich tatsächlich auf und klickt sich in dich ein und sagt, ich bin wieder vollkommen, endlich habe ich wieder einen Rahmen, aber was machen wir jetzt? Wir warten auf Rettung. Ja, anderen sehen das. Die beiden jetzt aber komplett festgefahren sind. Wovor willst du sie denn retten? Vor der dem hier. Mann Wir steht wollen draußen. Für immer zusammen sein. Der Mann steht wieder langsam auf, steht auf der Strecke. Gut, jetzt habt ihr mich zur Strecke gebracht. Zur Strecke, ihr Witzbolde. Was soll denn jetzt hier passieren, hä? Das ist eine aufgemachte Strecke, verdammt nochmal. Naja. Um ehrlich zu sein, habe ich auch weiter nicht gedacht, aber ich bin auch nicht fürs Denken da. Ich habe weiter gedacht. Ach ja, und zwar? Naja, also wir haben die Graue Garde schon verständigt und es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder sie wahren den Rest, der von ihrem Gesicht noch übrig ist, wie ich gerne mal feststellen möchte, gehen mit auf die Wache und gestehen.
ja, dann könnte die ganze Sache relativ milde für sie ausgehen. Oder aber, die stehen hier mit voller Rage-Stärke vor der Tür. Und dann wird die Sache richtig hässlich, behaupte ich jetzt einfach und strahle ihn trotzdem freundlich an. Die graue Garde kommt niemals in die Freitagsgasse. Das haben sie auch ursprünglich gesagt, aber nachdem wir erzählt haben, was hier passiert ist, haben sie gesagt, dass sie das erste Mal eine Ausnahme machen werden. Haben Sie schon mal von einem Hummer gehört, der lügt? Der scheint wirklich stark zu überlegen. Und dann hörst du Thorsten Tanja flüstern. Öffne mich. Ich glaube, ich kann helfen. Öffne mich. Sagt Tanja zu mir? Ja. Mhm. Ich öffne Tanja. Ihr seht, wie die Tür aufschwingt. Vor alle Augen! Und dahinter ist eine weite Prärie. So eine Art Western-Gemälde. Mit mehreren Schienen, die zu der Tür führen. Und in der Ferne hört ihr ein Tschu-tschu. Ich fange an, ich meine Schrecke zur Tür zu malen, zu vervollständigen. Was soll das denn jetzt? Denkt ihr wirklich, dass das irgendwas zu bedeuten hat? Zur Strecke bringen ist nur ein Sprichwort. Das ist gar nichts. Ich nehme ihn an den Händen und lenke ihn davon ab, dass hinter ihm ein Zug ankommt. Ja, Anton malt die Strecke wahrscheinlich zu Ende. Da würde sich doch sicherlich eine Möglichkeit finden lassen, ein Geschäftspartnerinnen oder so, dass man ihnen diese Bar abnimmt. Wir können sicherlich auch Karten darum spielen und im Endeffekt, ich weiß, sie mögen offensichtlich keine Sprichwörter, aber vielleicht haben sie da noch einen Ass im Ärmel. Aber ich linse so an ihm vorbei, wie nah der Zug schon ist und ob die Strecke fertig gemalt ist. Ja, in dem Moment trifft der Zug den Mann, der eben noch vor dir stand und wird einfach mitgerissen. Riesiger Güterzug fährt plötzlich in den Club rein. Oder sie haben eine Hand, die wirklich gar nichts wert ist. Und der Zug rollt auf die Strecke, auf diese kreisrunde Strecke, die du gemalt hast, Anton, und beginnt sich immer im Kreis zu drehen. Die Leute gucken sich herum. Konga! Und reihen sich in den Zug ein und machen eine Konga-Line, die für ewig sich durch den Club Apokalypso drehen wird. Und damit habt ihr die Vernichtung der Welt mehr oder weniger aufgehalten, zumindest für die nächsten 5 Minuten. Und alles Weitere ist das dann ja das Problem von jemand anderem, würde ich hier sagen. Ja, eher. Wir sind ein fantastisches Team, Tanja. Ich weiß, es war wunderschön. Ich habe noch nie so etwas Produktives getan. Wundervoll. Und als ihr aus dem Club heraustretet, seht ihr wieder die regenverhangenen Gassen von Itras B vor euch. Und es ist ein ganz normaler Donnerstag. Oh, komm, Madeleine, lass uns in einer Pfütze tanzen. Es ist Donnerstag? Dann haben wir Helene ganz umsonst hochgescheucht. Oh. Aber heißt das, wir haben jetzt einen Frei? Wir haben einen Tag frei. Wir sollten ein Geschenk für Helene finden, sonst macht sie wahrscheinlich Hackfleisch aus uns. Ja. Keine Socken, keine Schnapspralinen. Sie will überrascht werden. Schokolade. Mit den Insekten fand ich ganz gut. Das wäre auf jeden Fall überraschend, wenn ihr mich fragt. Ja. Vor allen Dingen, wenn sie eigentlich aussehen wie Rosinen in Schokolade. Ja. Versuchen wir es. Finden wir doch mal raus, ob irgendjemand hier Insekten in Schokolade verkauft. Und tanzen wir durch die Pfützen dahin. Ja. Ich würde sagen, mit diesem Bild beenden wir unser kleines, seltsames Abenteuer für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wie hat es euch gefallen? Unser kleiner Mega. Ausflug. Was war das für eine weirde Scheiße? Das war richtig gut. Was ist hier passiert? Ich dachte, wir haben schon wirklich merkwürdige Sachen gemacht im Laufe unseres Lebens. Ja, ich denke, da kann ich für alle sprechen. Ja, aber ich würde sagen, das war auf der Skala von oh mein Gott, WTF, what is happening hier, schon relativ weit oben. Ich war noch nie in Armadillo. Stimmt, das ist so süß. Sagen, wie war es? Es war sehr schön, in Armadillo zu sein. Ich rolle gern von hier. Türrahmen. Auch das hat dir gefallen? Hat's dir gefallen? Ja, könntest du dir das mega. In der Zukunft vorstellen? Ja, voll. Okay. Mein nächster Beruf wird Türrahmen. Ja, das ich finde es schön, was du rausgeholt hast aus dem Türrahmen. Ja, finde ich auch. Oh, ja. Der Türrahmen war eine tragische Geschichte auf jeden Fall.
Nein, ich fand tatsächlich, ich habe Respekt davor, aus all diesem Unsinn dann nach irgendwie tatsächlich mit Kleber und Zufallskarten ein kleines bisschen Verzweiflung eine Story zu schreiben. Also Respekt. Ja. Ich habe auch extra wenig vorbereitet, weil ich mir dachte, ach, was soll's. es hätte gar nichts gebracht. Nee, deswegen. Ja. Und deswegen dachte ich mir so, wir machen es einfach ein bisschen random heute. War es von Anfang an geplant, dass er vorhatte, eigentlich Versicherungsbetrug zu begehen und davon fest ausging, dass wir so schlecht sind? Nee. Ich habe zwischendurch einfach gedacht, ja, irgendwie müssen wir es auch zu einem halbwegs sinnvollen Ende bringen. Und das war dann die Brechsteine, die ich angesetzt habe. Das fand ich nämlich super. Das war für mich die beste Wendung des Abends. Fand ich auch gut. Aber wo kam die Apokalypse her? Das ist nichts. Ich weiß einfach, Helene, die keinen Bock mehr hatte. Wahrscheinlich. Solche Sachen findet man auf jeden Fall in diesem fantastischen Buch hier, Itras B. Wenn ihr Lust habt auf seltsame Geschichten, die müssen nicht so seltsam sein wie das, was wir heute erlebt haben, aber es gibt ganz fantastische Kampagnen oder Abenteueraufhänger in diesem Buch und auch sehr, sehr viele Tipps zum Thema, wie man eigentlich Rollen spielt, wie man Erzählrollenspiel macht, wie man zusammen Geschichten erzählt. Das ist sehr, sehr schön und ich finde diese Zufallskarten auch fantastisch, muss ich sagen. Wir hatten jetzt nicht die ganze Zeit. Wenn man die perfekte Karte zieht im richtigen Moment. Ja. Was sind denn so die krassesten oder die am stärksten ins Spiel eingreifen? Also das nächste wäre gewesen, ich habe jetzt nochmal die nächste Karte geöffnet, Maskenball. Für den Rest dieser Szene tauschen alle Spieler die Rollen. Alle Charaktere werden um eins nach rechts verschoben. Oh, yes! Oh, das wäre absolut chaotisch gewesen. Krass. Das nächste war der Narr. Für den Rest der Szene trifft dein Charakter schlechte Entscheidungen und macht dumme Fehler. Du solltest dein Charakterkonzept aber treu bleiben. Okay. Dann haben wir hier noch. Ich meine, so haben wir die ganze Session gespielt. Ich wollte gerade sagen. Ja, eigentlich schon. Dann haben wir hier noch, was haben wir noch für interessante Sachen? Die ganze Welt ist eine Bühne. Die Charaktere bemerken plötzlich, dass sie ein Publikum haben. Es jubelt ihnen zu, das buht sie aus, je nachdem, was sie tun. Oh, ist ja mega. Das können wir uns gar nicht so richtig vorstellen, wie das ist. Das ist reguliert. Ja, und Leute, das ist seltsam, die... Ja. Der Tod dieser Szene geht etwas zu Ende und etwas Neues nimmt seinen Anfang. Was ist es und wie geschieht es? Finde ich auch sehr gut. Mhm. Oder halt das, was ich ja schon als Beispiel genannt hatte. Alles ist plötzlich ein Stummfilm. Mhm. Macht Dinge kompliziert. Wurde vorhin auch angemerkt, dass es schwierig ist, wenn du die Episode nachher als Podcast bringen möchtest. Absolut. du erwachst aus einem Traum. Was hast du geträumt? Was hat das bedeutet? Hat die bisher gespielte Szene überhaupt, ist die überhaupt passiert oder war es nur Einbildung? Das hätte auch einiges, glaube ich, verwirrt. Ja, und noch ganz viele andere Karten. Ja, mega cool. Das klingt schön. Es ist wundervoll. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart bei diesem kleinen Experiment. An dieser Stelle ein Herz für alle Leute, die hier dabei waren. Bananepik, Mairi, Ibi und Haselnuss. Vielen, vielen Dank. Bananepik, wo findet man dich? Was gibt's bei euch in nächster Zeit? Aktuell ist bei uns nicht ganz so viel, weil ganz viele aus unserer Truppe Pause machen. Aber sonst findet man uns auf Twitch und YouTube, wo wir Rollenspiel spielen, unter anderem D&D, wenn denn die Pause vorbei ist. Und ja, sonst wird nur ein bisschen rumgealbert und gezockt. Auch das ist ja mal gut. Man muss auch mal rumalbern. Das stimmt. Mairi, was geht bei euch als nächstes? Nächste Woche spielen wir zweimal D&D und einmal bist du auch dabei. Leider nicht. Ja, stimmt, du kannst ja nicht, weil du Mittwoch jetzt immer andere Verpflichtungen hast. Zumindest für die nächsten zwei Mittwoche. Du wärst rein theoretisch dabei. Wir spielen Strixhaven. Ich wünsche euch viel Spaß. Oh nein. Ja. Mal schauen, was tief sie sonst so zustößt. Und nächstes Wochenende in einer Woche spielen wir Icewind Dale, Rime of the Frostmaiden weiter da ist. Schön. Ivy dabei. Jawohl. Sehr gut. Was geht bei dir so, Ivy? Wo kann man dich finden? Ich bin fast exklusiv, würde ich behaupten, ich werde natürlich an nette Menschen wie dich ausgeliehen, auf Orgenspalte.tv zu sehen und da tatsächlich das nächste Mal ist, glaube ich, unsere D&D-Runde Rime of the Frostmaiden, wo wir durchs Eiswetal wursteln, um die Welt zu retten. Habe ich irgendwie heute schon mal gehört. Ja, das klingt irgendwie bekannt. Yeah, wollt ihr meine Zufallskarten ausleihen? danke, nein, ich glaube, das ist alles schon schlimm genug, danke. Und dann haben wir auch die liebe Haselnuss, wo kann man dich finden und was machst du so? Überall Haselnuss mit 3 Us, YouTube, Twitch, alle Social Media Kanäle und morgen kochen wir im Stream, ab 10 Uhr. Was gibt's denn? Was denn? Was kocht ihr?
Ich bereite so Sachen für die Woche vor, wieder für mehrere Tage. Es gibt Wirsing-Eintopf, es gibt Thai-Suppe und es gibt ein Curry mit Kokosnussmilch. Oh, das klingt auf jeden Fall lecker. Wann kann ich vorbeikommen zum Testessen? Ja. Also ich brauche immer so 2 bis 4 Stunden. Vor allem, wenn ich länger, wenn ich für mehrere Tage koche, dann kommt vorbei. Ja, ich befürchte, es wird nichts aufgrund von Anreiseschwierigkeiten. Aber danke, danke. Irgendwann. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Und dann bleibt uns nichts anderes noch zu sagen, als darauf hinzuweisen, dass wir bald natürlich hier auf diesem Kanal unsere Masten des Nyarlathotep-Kampagne starten. Vorher spielen wir noch ein paar Runden Warhammer Fantasy tatsächlich. Wir probieren es auch mal aus, nachdem es bei euch ja so gut funktioniert. Allerdings machen wir einen One-Shot und keine große Kampagne. Okay. Und ja, dann spielen wir Masken des Nyarlathotep. Schaut mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Dieses Programm hier gibt es immer als Stream, meistens donnerstags, oder als Podcast auf amtavernentresen.de. Oder überall, wo es Podcasts gibt. Und dann würde ich sagen, alle Leute, die jetzt noch im Stream sind, nehmen wir noch mit auf einen kleinen Raid. Und von den Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden wir uns. Habt vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wohin raidest du denn? Dann würde ich nämlich auch die Leute, die noch bei Orkenspalter.tv rumhängen, da mit hinschicken. Eine fantastische Frage. Wir können ja mal gucken, wer noch so aus dem Dungeons & Dragons oder Pen & Paper Cosmos online ist. Also World Anvil? Sind online, die machen das natürlich auf Englisch. Ich bin mit der Janet befreundet, die das meistens macht. Können wir machen. Ich sehe sonst jetzt auch niemanden, den ich sonst kenne. Ist das einfach World Anvil, der Kanal? Oder wie heißt World Anvil, ja. Okay. Dann schieben wir euch jetzt rüber zu World Anvil. Die machen immer sehr gute Tipps zum Thema Worldbuilding und so, ne? Genau. Dann. Auf geht's. Grüßt schön, seid lieb. Und in 9 Sekunden schiebe ich euch auch darüber, wenn es klappt diesmal, wenn Twitch diesmal nicht sagt, sich davor wirft und sagt, nein, bleibt hier. So. Viel Spaß. Sie sind bereit bei mir? Bei mir auch. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Bye. Tschüss.